Einen schönen guten Morgen und hallo zur Watch Party zum großen Preis von Japan in Suzuka. Es ist mal wieder frühmorgens in Deutschland, aber das soll uns nicht abhalten, gemeinsam hier das Formel 1 Rennen zu schauen, Formel 1 schauen mit Freunden. Das ist unser Motto hier bei der Watch Party auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de und ja, eure beiden Lieblingsfreunde, nämlich die, die hier vor der Kamera sitzen und euch die Action näher bringen. Das sind unser Datenexperte Kevin Herrmann und ich, Kevin Scheuren. Guten Morgen, Kevin. Hi Kevin, hi zusammen. Das ja dann vorletzte Rennen in früher Stunde. Also das in China müssen wir dann noch schaffen. Dann ja, sind wir erst da durch mit dem frühen Aufstehen. Ja, aber ich freue mich aufs Rennen. Ja, ich mich auch. Suzuka ist besonders. Jetzt gerade haben wir eine Tanzeinlage mit der Präsentation auch der Hymne dann. Es ist einfach sensationell. Suzuka, die japanischen Fans, die Atmosphäre dort vor Ort, also definitiv ein Rennen, was auf meiner Bucketlist steht. Aber dieses Jahr schauen Kevin und ich und ihr euch zu Hause das Rennen von zu Hause aus an, im Fernsehen, in einem Livestream oder hier bei uns in der Watch Party. Und wir erklären euch jetzt mal ganz, ganz kurz, wie das hier funktioniert bei uns. Also ihr seht keine Live-Bilder, ja, weil die Rechte liegen natürlich bei den Kollegen von Sky, bei Servus TV in Österreich, beim Schweizer Rundfunk in der Schweiz. Aber das, was ihr seht, sind wir beide. Das heißt, wir bringen euch die Action so nah wie möglich. Wir werden gleich vor dem Start auch eine Synchronisierung vornehmen, dass wir so nah wie möglich an eurem Stream dran sein können. Manchmal seid ihr ein bisschen weiter als wir, manchmal seid ihr ein bisschen weniger weit als wir. Wir sehen das Bild vom Presseportal. Das ist meistens relativ gleich zu dem, was auch ausgesendet wird an die Satellitenkunden. Aber manchmal haben wir halt einen kleinen Versatz. Das bleibt nicht aus, weil Kevin und ich sitzen an zwei verschiedenen Orten. Ihr sitzt an einem anderen Ort und dann kann das nicht immer 100% funktionieren. Aber in den meisten Fällen kriegen wir das relativ simultan hin und relativ synchron hin. Und dann können wir euch den Alternativkommentar bieten. Das heißt, entweder stellt ihr euren Ton auf den Streckenton zum Beispiel oder macht den ganz aus und hört uns einfach zu. Oder aber ihr nutzt uns als Formel 1 Radio. Also wenn ihr gerade von der durchzechten Nacht im Bett liegt noch, aber hören wollt, was in der Formel 1 passiert, dann können wir gerne auch euer Formel 1 Radio sein. Und dazu seid ihr dann herzlich eingeladen, uns zuzuhören. Und als Abonnent des Kanals seid ihr auch herzlich eingeladen, im Live-Chat mit vielen weiteren Formel 1-Fans über die Action auf der Strecke zu schreiben. Formel 1 schauen mit Freunden ist das Motto. Und deswegen ist natürlich auch unser wichtigster Wunsch heute Morgen im Live-Chat: bleibt fair zueinander, habt Spaß, seid einfach gemeinsam heiß auf die Formel 1 und auf das, was wir da auf der Strecke sehen. Und dann bin ich sehr gespannt darüber, was hier so passiert. Ja, ich bin ein bisschen müde heute Morgen, Marc Philipp, das ist einfach so. Die Zeitumstellung letzte Woche hat meinen ganzen Schlafrhythmus so ein bisschen durcheinander geworfen. Ich werde ja auch nicht jünger, ja, deswegen nimmt mich das auch mit und ich versuche heute ein bisschen leiser zu reden tatsächlich. Das wollte ich dich noch fragen, ob du deinen Nachbarn schon Bescheid gesagt hast. Dass ja, die wissen ja das Formel 1, die gucken ja selber. Aber dann brauchen sie sich ja auch nicht beschweren. Also. Ja, 5 Uhr morgens war denen dann noch ein bisschen viel, aber ich versuche heute ein bisschen freundlich zu sein, ja, und nicht komplett rumzuschreien. Und weil Sasuke Ferrari das hier schreibt, die Daten hat Kevin natürlich, also Kevin Herrmann wird gleich noch die Vorschau vornehmen auf den großen Preis von Japan, aber zeigen dürfen wir euch auch diese Daten nicht im Live-Bild. Also das ist halt leider Teil der Abmachung. Andere Kanäle machen das, die machen das aber, weil es denen scheißegal sein kann, weil sie nichts zu verlieren haben. Wir haben was zu verlieren, nämlich unsere Akkreditierung und deswegen machen wir das eben so konform mit der Akkreditierung, wie uns eben möglich ist. Kevin hat aber alles im Blick für euch und wird auch auf den Circle of Doom schauen, sprich wird euch sagen, wann es opportun ist, für den einen oder anderen Fahrer an die Box zu gehen und natürlich auf die Rundenzeiten gucken, die geben wir euch auch immer wieder durch. Ja, und das ist genug der Vorrede von mir. Schön, dass ihr alle da seid, so zahlreich auch schon. Sehr, sehr schön. Freuen wir uns sehr. Und Kevin, jetzt gehört dir die Bühne und ich bin sehr gespannt darauf, was du uns vor dem großen Preis von Japan so zu erzählen hast. Ja, das war ich auch, bevor ich die Daten gesehen habe. Tatsächlich, die Longman-Analyse ist ja ausgefallen am Freitag, kriegen im zweiten freien Training keine repräsentative Daten. Es gab zwar ein paar Longmans aus dem ersten Training, die waren aber nicht wirklich vergleichbar. Und ehrlicherweise auch die Longmans, die wir im dritten freien Training gesehen haben, waren auch nicht besonders vergleichbar. Die schauen wir uns jetzt hier mal an in dieser Grafik. Da war tatsächlich Alpine das schnellste Team vor Racing Bulls und daran kann man ja schon erkennen,
ja, wie verzerrt das ganze Bild hier ist. Die Teams da wahrscheinlich mit stark unterschiedlichen Programmen unterwegs. Gerade bei Alpine und auch bei Williams war es so, dass die sowohl Long Run als auch Qualifying-Simulation im einen Stint gefahren sind. Das heißt zuerst ja, eine schnelle Runde, dann eine Abkühlrunde und dann noch ein Long Run im gleichen Stint drangehängt. Da kann der Tank natürlich nicht voll gewesen sein. Ja, wir sehen es, das Bild komplett verzerrt. Ich glaube, was wir vergleichen können, ist wahrscheinlich Mercedes zu Aston Martin. Die waren wahrscheinlich relativ ähnlich unterwegs, da war Mercedes etwas besser. Und ehrlicherweise, was wir auch, finde ich, vergleichen können, sind Ferrari, Red Bull und McLaren. Da war Ferrari deutlich schneller als Red Bull. Sehr, sehr stark der Ferrari Long Run, eine halbe Sekunde schneller als der von Red Bull. McLaren da ein Stück zurück. Wie realistisch das Ganze ist, ob jetzt Ferrari wirklich schneller sein sollte als Red Bull heute, das wage ich mal zu bezweifeln. Ich finde, Carlos Sainz hat das gestern Nacht im Qualifying gut eingeordnet. Der hat gesagt, dass der Red Bull im Long Run eigentlich ja schon immer jetzt Sandbagging betreibt, weil sie wissen, dass es ihre Stärke ist und sie sich darauf verlassen können. Was vielleicht repräsentativer ist, ist der Reifenverschleiß, den wir gesehen haben, bis auf McLaren und Racing Bulls. Die hatten sehr, sehr wenige Runden, die würde ich hier mal weglassen. Aber ansonsten, wenn wir uns die anderen Teams anschauen, war da Ferrari wieder sehr, sehr gut dabei. Das hat auch Ferrari-Teamchef Frédéric Vasseur gesagt, dass man sich darauf verlassen kann, dass die Reifen am Ferrari wieder gut halten. Und das konnten wir auch tatsächlich so sehen. Aber wir sehen auch, es ist schon relativ eng beieinander, das Feld im hinteren Teil. Einzig muss ich sagen, Sauber, die sind mir ein bisschen negativ aufgefallen. Ist jetzt aber schon öfter so im Long Run, dass die vielleicht mehr pushen als der Rest. Dann habe ich mir die Topspeeds natürlich auch angeschaut im Long Run. Da war es so, da war Williams klar vorne. Alexander Albon hat das auch gesagt nach dem Qualifying, dass Williams mit einem sehr, sehr ja, geringen Heckflügel oder kleinen Heckflügel fährt. Das heißt, man ist auf den Geraden sauschnell in den Kurven, verliert man dann aber extrem viel Zeit. Deswegen ist ja Williams so gut in Topspeed dabei. Und bei den Top-Teams, wenn wir das uns anschauen, Mercedes bis McLaren, sehen wir eigentlich keine wirklich großen Unterschiede hier. Also ich denke nicht, dass wir da ja, gravierende ja, Überholmanöver heute sehen werden zwischen denen. Die große Frage ist natürlich die Strategie und die Reifen. Und da mache ich mal die Grafik von Pirelli auf, was wir erwarten. Die zwei Stopper, logischerweise Japan war im Vorjahr nach Bahrain das Rennen mit dem höchsten Reifenverschleiß der Saison. In diesem Jahr sollte es ein bisschen besser aussehen. Wir sind jetzt im April in Japan. Letztes Jahr war es der Oktober. Die Temperaturen sind etwas kühler. Wir konnten im Long Run schon sehen, dass der Reifenverschleiß etwas geringer war als im Vorjahr. Das heißt, es sollte mehr Richtung Einstopp gehen, aber das wird noch nicht reichen, um die Einstopp wirklich durchzusetzen. Laut Pirelli ist Soft Hard Hard die schnellste Strategie. Laut unseren Daten bei PASIC ist es tatsächlich zweimal Medium, einmal Hard, die zweite Strategie hier bei Pirelli. Der Soft ist aber ein sehr, sehr interessanter Reifen, wie ich finde, weil im Long Run hat sich gezeigt, der ist verdammt schnell. Mario Isola hat das auch gesagt, am Anfang ist der ja eine Sekunde schneller als die anderen beiden Reifen. Aber was ich im Long Run auch sehen konnte, der Reifenverschleiß war extrem hoch am Softreifen. Also wenn jemand auf den Softreifen startet, dann wird er einen ziemlich frühen ersten Boxenstopp brauchen, um dann noch die Zweistopp zu fahren. Wahrscheinlich so um Runde 10, ist aber vielleicht auch gar nicht so schlecht, dann kann man das gleich mit einem Undercut verbinden. Ja, dann schauen wir uns mal an, wer welche Reifen noch zur Verfügung hat, weil da können wir, finde ich, immer sehr, sehr schön rauslesen, was die Teams planen. Und da sehen wir bei den Top-Teams schon ein paar Unterschiede. Red Bull nur noch einen harten, dafür zwei Mediums. Gleiches bei Ferrari, Mercedes, die haben zwei harte und ein Medium. Also ich finde, da kann man schon sehen, in welche Zweistopp es da bei den Teams gehen dürfte. Also ich glaube nicht, dass wir da vorne den Soft-Reifen sehen werden. Dann der Erste, der den Soft verwenden könnte, Fernando Alonso, der hat noch einen neuen übrig. Der hat auch schon jetzt in der Runde zum Grid, haben wir beobachtet, den Soft-Reifen oder einen angefahrenen Soft-Reifen gefahren, um den schon mal zu testen. Deswegen würde ich stark vermuten, dass Fernando Alonso auf dem Soft-Reifen in das Rennen gehen wird, um sich am Start einen Vorteil zu verschaffen. Im Mittelfeld hinten, da ist natürlich alles offen, weil die Fahrer nicht in Q3 gekommen sind, sind sehr, sehr viele Reifensätze da noch übrig geblieben. Ja, schauen wir uns mal an, wie das Ganze hochsimuliert aussehen könnte. Ist natürlich etwas schwierig zu sagen, weil wir nicht wirklich viele Daten haben am Wochenende, die repräsentativ sind. Man sollte aber schon davon ausgehen, dass hier Red Bull an der Spitze sein wird. Max Verstappen vor Sergio Perez. Ich glaube, danach die zweite Kraft im Rennen wird Ferrari sein von der Pace her. Die Frage ist natürlich, wie gut man vorbeikommt. Carlos Sainz muss ja eigentlich nur Lando Norris überholen. Deswegen glaube ich schon, dass Sainz sehr gute Chancen auf einen dritten Platz haben sollte. Wie weit kann es für Charles Leclerc nach vorne gehen?
Das ist sehr davon abhängig, wie gut man überholen kann. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Da muss Ferrari aber auf jeden Fall mit der Strategie was probieren. Hier in dem Fall war es jetzt eine Reihe von Undercuts, die ihn da nach vorne gespült hat. Der Overcut aber sicherlich auch eine Möglichkeit. Dahinter dürfte es dann wieder zum Duell Alonso gegen die beiden Mercedes kommen. Im Mittelfeld ja, Yuki Tsunoda von Platz 10 mit den besten Punkten. Da gibt es dann vielleicht einen Kampf noch mit Lance Stroll, wenn der vielleicht wieder zurückkommt von seiner schlechten Startposition. Punkte für Hülkenberg, ja, wahrscheinlich eher schwierig, weil Racing Bulls höchstwahrscheinlich die bessere Rennpace haben wird. Also man muss da schon auf Ausfälle hoffen. Ja, ich habe es gerade schon angesprochen, die Überholthematik in Japan, das ist nicht ganz so leicht. Das können wir uns mal in dieser Grafik anschauen. Die Anzahl der Überholmanöver in den letzten 10 Rennen, die wir gesehen haben, das liegt da in Japan im Schnitt bei 39,6 Überholmanöver pro Rennen. Sehen wir, ist hier eigentlich ja, der Durchschnitt der Saison. Man liegt da ziemlich im Mittelfeld. Das Problem ist einfach, es gibt nur eine DRS-Zone, da kann man 1,5 Zehntel gewinnen und das war's. Sonst gibt es keine DRS-Geraden. Tatsächlich ist es so, der DRS-Effekt ist in Japan am zweitgeringsten über die komplette Saison. Nur in Monaco kann man weniger mit dem DRS aufholen. Ja, wichtig für die Strategie, weil die Frage auch immer gerne gestellt wird, das Boxenstopp-Delta in Japan liegt bei 21,5 Sekunden. Das ist eher am höheren Ende, aber eigentlich liegt das auch so im Schnitt. Das ja, hat aber eigentlich keine große Bewandtnis, weil wie gesagt, die Zwei-Stopp-Strategie wird die schnellste Strategie heute sein. Direkt mal eine Frage von Marc-Philipp Ehlert hinterher. Ist es möglich, ohne Safety Car, Virtual Safety Car, mit einem Drei-Stopp erfolgreich zu sein oder ist der Zeitverlust in der Box dafür zu groß? Der ist zu groß. Ich kann da vielleicht auch nochmal eine Grafik aufmachen. Und zwar hier unten. Die Drei-Stopp-Strategie ist laut unseren Daten bei Pacetech rund 11 Sekunden langsamer als die Lupe. Ehrlich gesagt, Sascha, ich habe die Tastenkombination vergessen. Wir sehen die Drei-Stopp-Strategie ist hier. Das wäre dreimal Medium, einmal Hard. Das Problem ist schon mal, die Teams haben nicht so viele Reifen, zumindest die Top-Teams nicht. Wir konnten das ja sehen, wie viele frische Reifen da noch übrig sind. Dann ist das auch viel zu langsam, 11 Sekunden. Da ist die Einstopp-Strategie tatsächlich schneller als die Dreistopp. Die ist nur ungefähr 7 Sekunden zu langsam. Jetzt gerade schöne Bilder. Yuki Tsunoda im Gespräch mit Prinzessin Akiko von Misaka. Hoher Besuch bei der Formel 1 in Japan in diesem Jahr. Und Yuki Tsunoda natürlich im Fokus, auch heute. Wir haben gestern im Livestream mit Christian Nimmervoll darüber gesprochen, wer denn hinter den Top-Teams vielleicht der sein kann, der sich einen Punkt sichern kann, ob das Tsunoda, Ricciardo oder Nico Hülkenberg sein könnte. Mein Tipp ging da auf Yuki Tsunoda, weil Kevin, der Japaner, sich ordentlich gefangen hat. Also ich glaube, wir erleben gerade den stabilsten Yuki Tsunoda fahrerisch und auch mental, den wir in der Formel 1 bislang hatten. Was ist dein Tipp? Was ist dein Gefühl, wer sich da hinter den Top-5-Teams noch ein paar Pünktchen abgreifen kann? Ja, würde ich eigentlich zustimmen. Der Racing Bulls wahrscheinlich das beste Auto im Mittelfeld. Hülkenberg, glaube ich, wird schwer, weil der Haas eigentlich überhaupt nicht zur Strecke passt. Ich glaube, das war einfach eine sehr, sehr gute Qualifying-Leistung. Nico Hülkenberg hat ja auch erzählt, die Strategen haben vor den Qualifying gesagt, dass er in Q1 rausfliegt. Und dann hat er sie dann aber, oder hat er sie eines Besseren belehrt. Von der Strecke müsste eigentlich Alpine und auch Alfa Romeo, das müsste denen besser liegen, aber da war das Qualifying ja nicht so gut wie bei Racing Bulls, deswegen würde ich da bei Tsunoda auch mitgehen. Ist Fernando Alonso ein Geheimfavorit aufs Podium? Mit dem Update vom Aston Martin kann es vielleicht sein, dass die Verbesserung in der Rennpace plus die soften Reifen vielleicht beim Start und das Wissen, dass so ein Fernando Alonso schwer zu überholen ist. Also wenn er beim Start ein paar Plätze gut machen kann und er startet ja von Platz 5, dass der da eventuell so eine Sensation landen kann und auf dem Podium landet und vielleicht sogar Ferrari heute schlägt? Die Long Run Pace ist schwer zu beurteilen. Wir hatten es ja gesehen, es gab kaum repräsentative Daten. Deswegen können wir jetzt noch nicht wirklich evaluieren, was das Aston Martin Update für den Renntrim bringt. Das müssen wir dann abwarten. Aber ich würde schon vermuten, dass Ferrari die zweite Kraft sein wird. Dann kommt McLaren als Dritter und danach wird es wieder eng zwischen Mercedes und Aston Martin. Daher glaube ich, wird das eher schwierig. Marc-Philipp Ehlert, wir wissen, wie hoch die Safety-Car-Wahrscheinlichkeit in den letzten Jahren gewesen ist. Hast du da eine Statistik gelesen?
Ja, die liegt bei 60% in den letzten 10 Rennen. Okay, also Bernd Mailänder vielleicht heute mit ein bisschen Arbeit. Jetzt aktuell läuft die japanische Hymne, voller Fokus auf Yuki Tsunoda, der auch zentral vor den anderen Fahrern steht. Finde ich immer ganz nett, wenn die Formel 1 da auch den Hometown Heroes noch so ein bisschen extra Fokus gibt. Ja, und der ganz große Fokus liegt natürlich auf das, was da vorne passiert mit Max Verstappen, mit Sergio Perez. Also Max Verstappen geht auch heute natürlich als Top-Favorit ins Rennen. Und dann dahinter können vielleicht McLaren wie im vergangenen Jahr in Japan wieder ein Podium einfahren oder Ferrari. Also das wird auch nochmal ein sehr interessanter Zweikampf. Und wie weit kann es nach vorne gehen für Charles Leclerc? Auch nicht uninteressant tatsächlich, weil natürlich noch ein Indiz dafür sein kann, wie gut die Rennpace vom Ferrari dann wirklich ist. Leclerc, der ja gestern ins Hintertreffen geraten ist, auch gegen seinen Teamkollegen Carlos Sainz, der aktuell, muss man sagen, Kevin, auch einfach top in Form ist. Ja, also Carlos Sainz, seitdem bekannt ist, dass der bei Ferrari nicht mehr weitermachen kann, wirkt befreit und fährt einfach auch genau so. Befreit, schnell und erfolgreich. Ja, absolut. Wir hatten das ja auch schon im Strategievideo besprochen nach Australien. Wenn es eins in Saudi-Arabien mitgefahren wäre und Vierter einfach mal Vierter geworden wäre, was ja absolut drin gewesen wäre, dann würde er die WM anführen. Ja, tut er aber nicht. Er hat das Rennen auslassen müssen. Aber Carlos Sainz, ich hatte es auch schon erwähnt, für mich ein sehr, sehr heißer Kandidat heute auf das Podium, weil ich glaube, die Rennpace von Ferrari, die wird etwas besser sein als die von McLaren. Und Charles Leclerc, ja, von Platz 8, wie viel kann er nach vorne gehen? Im besten Fall wahrscheinlich Platz 4, wenn er dahinter Carlos Sainz dann ins Ziel kommt. Aber das wird echt schwer, weil das Überholen nicht... Stefano Domenicali, der Formel-1-Chef, bedankt sich, wie in Japan üblich, mit einer kleinen Verbeugung und dann, wie bei uns üblich, mit dem Shake-Hands bei den Kids, die bei den Fahrern standen bei der Hymne. Auch ein sehr schönes Bild gerade. Ja, Bilder sind ein gutes Stichwort. Für alle, für euch, die jetzt gerade hier dazugekommen sind, schön, dass ihr da seid bei unserer Watch-Party bei uns hier auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Kevin Herrmann, unser Datenexperte, und ich, Kevin Scheuren, begrüßen euch sehr herzlich an diesem Sonntagmorgen zum Großen Preis von Japan. Um 7 Uhr geht's los, also noch rund 11 Minuten, bis wir dann die Renn-Action sehen. Kevin und ich sehen sie, aber ihr seht nur uns, denn die Exklusivrechte der Bewegtbilder liegen bei den Kollegen von Sky in Deutschland, Servus TV in Österreich und dem Schweizer Rundfunk in der Schweiz. Wir bieten euch den Alternativkommentar, wie ihr es vielleicht von anderen Plattformen kennt. Eine sogenannte Watch Party ist im Grunde genommen das, dass wir einfach auch darauf reagieren, was da auf der Strecke passiert. Aber wir gehen noch ein bisschen weiter. Das heißt, wir versuchen euch auch tatsächlich so eine Art Formel 1 Radio zu bieten, das bestmöglich zu kommentieren, was wir auf der Strecke sehen. Und um das zu schaffen und synchron, so möglichst synchron, wie es geht zu sein mit euch, werden wir kurz vor der Einführungsrunde eine Synchronisierung vornehmen und auch immer wieder zwischen des Rennens das mal machen, denn auch in diesem Stream gibt es immer mal wieder eine Werbeeinblendung für einige von euch und dementsprechend wird dann die Synchronisierung so ein bisschen hinten überkippen, aber wir versuchen euch das bestmöglich dann hier wieder zu ermöglichen, mit uns auf einem Zeitpunkt zu sein im Rennen. Das wird nicht immer 100% klappen, weil einfach ihr über verschiedene Kanäle schaut. Aber bestmöglich kriegen wir das eigentlich immer hin. Ihr könnt Fragen stellen im Chat, die wir euch gerne beantworten, auch zum Thema Rundenzeiten, zum Thema Strategie. Wir dürfen euch die Daten leider nicht einblenden, aber wir haben sie für euch im Auge und werden sie euch verbal dann übermitteln. Auch der Blick auf den Circle of Doom, also wie es mit der Boxenstrategie aussieht, was da möglich ist für die Teams, werden wir natürlich auch für euch im Auge behalten. Und unser Claim ist Formel 1 schauen mit Freunden und das könnt ihr im Live-Chat machen, also wenn ihr Abonnent des Kanals seid, dann chattet gerne im Live-Chat mit uns, stellt Fragen oder eben mit anderen Formel-1-Fans auf der ganzen Welt. Ja, ich habe schon ja gesehen, wir sind wieder völlig international heute Morgen und sehr viele Leute da. Also schön, dass ihr alle da seid. Genau, der ORF überträgt in Österreich, aber die Rechte liegen trotzdem bei Servus TV. Also der ORF bekommt quasi ja die Rechte von Servus TV übertragen. Und ja, noch ein paar Minütchen sind es, 9 Minuten noch, Kevin. Der Siegtipp für dich klar, Max Verstappen, holt er sich das Ding heute? Ja. Klare Antwort. Gut. Ja, ich glaube, das ist schon beeindruckend gewesen, wie er das Qualifying gestern noch unter Kontrolle hatte. Die 66.000stel, die zwischen Perez und ihm liegen, kaschieren vielleicht auch so ein bisschen den wahren Abstand zwischen den beiden mal wieder. Aber
gut für Sergio Perez ist, dass das Update, was Red Bull da ins Auto gebracht hat, für ihn zu funktionieren scheint, was natürlich auch für seine Zukunft ganz wichtig ist, ne, Kevin, denn da kämpft ja jemand um seinen Vertrag, um seine Zukunft in der Formel 1 auch, obwohl es da einige gibt im Hintergrund, die natürlich, ja, ich sag mal, vielleicht einen Carlos Sainz sogar im Red Bull zurücksehen oder auch einen Liam Lawson vielleicht. Danny Ricciardo wahrscheinlich erstmal aktuell kein Thema, der ist überhaupt nicht in Form. Yuki Tsunoda, der sich ein bisschen in Stellung bringt. Also für Sergio Perez jetzt, glaube ich, gerade ganz, ganz wichtige Rennen, um sich den möglichen Vertrag für 2025 und vielleicht sogar 2026 zu sichern. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, bisher hat er sich jetzt nicht allzu viel vorzuwerfen in der Saison. In Bahrain Zweiter, in Saudi-Arabien Zweiter, in Melbourne ja, war es Platz 5, aber ehrlicherweise, da war auch nicht mehr drin. Er hatte da ja ein Problem mit dem Abreißvisier am Unterboden, wo er Zeit verloren hat. Also eigentlich hat er für sich schon immer so das Maximum rausgeholt und auch der geringe Rückstand gestern im Qualifying ist schon ein gutes Zeichen, weil ich erinnere mich, letztes Jahr in Japan, das war ein absolutes Horrorwochenende von Sergio Perez. Der hat da ja Kevin Magnussen auch abgeräumt im Rennen und weggedreht, ist dann ausgeschieden und da lief es wirklich gar nicht. Deswegen ist das schon beeindruckend, dass er so nah dran war, weil es eigentlich keine klassische Sergio Perez-Strecke ist. Aber wieder viele mexikanische Fans da, wie wir sehen. Die Fahrer setzen sich so langsam ins Auto und wir können noch ein paar Fragen von euch beantworten. Marc Loretan möchte wissen, könnt ihr sagen, wie viel schneller gegenüber letztem Jahr sie sind und wie viel die Temperaturunterschiede jetzt ausmachen? Ja, da müsste ich mir die Qualifying-Zeit noch aussuchen. Kann ich vielleicht mal machen. Also die Temperaturen, hast du da vielleicht ein Auge drauf gehabt, wie viel der Unterschied war? Also auf jeden Fall kälter. Ja, es ist kälter. Also heute sind es 22,5 Grad. Ich glaube, es sind 3 bis 4 Grad weniger als vergangenes Jahr im Oktober. Da hatten wir auch gutes Wetter tatsächlich. Aber man merkt es dann schon, der japanische Frühling ist halt vergleichbar mit unserem Frühling hier. Und dementsprechend sind wir jetzt bei 22,5 Grad Außentemperatur und 40,1 Grad Streckentemperatur. Regnen wird es übrigens nicht. Also falls ihr euch das auch fragt. Also es gibt 0% Regenwahrscheinlichkeit. Also die Pole-Runde von Verstappen war 7 Zehntel schneller als im Vorjahr. Ich würde jetzt mal sagen, vielleicht so 4 Zehntel bis halbe Sekunde ist Autoentwicklung. Der Rest ist dann vielleicht die geringere Temperatur. Was ist das Maximum für Mercedes, will Marc-Philipp Ehlert wissen. Mercedes ist ja ein interessanter Fall, auch an diesem Wochenende wieder. Es ist kein Fisch, kein Fleisch, das Mercedes gerade anbietet. Hamilton von 7, Russell von 9. Ja, das hängt natürlich davon ab, wie gut die Pace auch von Fernando Alonso ist, der von weiter vorne startet. Also wenn alles glatt läuft, dann glaube ich, werden sie 7. und 8. hinter Ferrari, Red Bull und McLaren und schlagen halt Alonso. Aber ja, es könnte auch sein, dass Alonso vorne bleibt. Also es ist wirklich schwer zu sagen, die Strategen werden gefordert sein, heute bei 2 Stops die richtige oder den richtigen Zeitpunkt für die Boxenstopps zu finden, dann kann man vielleicht auch mal ein paar Plätze gut machen, obwohl man vielleicht gar nicht das schnellere Auto hat. So, wir haben noch 6 Minuten bis zum Rennstart und jetzt gleich sehen wir hier im World Feed das Intro der Formel 1, das altbekannte Hymnen-Intro, das kennt ihr ja schon, und dann stimmen wir uns so langsam gemeinsam auf das ein, was uns erwartet, nämlich der große Preis von Japan in Suzuka, ein absoluter Traditions-Grand Prix der Formel 1, jetzt im April. Vorher war er im Oktober. Das hat auch logistische Gründe. Man wollte die Fracht dann von Australien ein bisschen umweltschonender nach Japan bringen. Danach liegt dann China im Plan. Und natürlich wollte man auch dem Taifun so ein bisschen aus dem Weg gehen. Hat man ja dann doch Sorge, dass es auch an diesem Wochenende heftig regnen könnte. Aber dieser Kelch ist bis auf Freitag, und da war es ja kein heftiger Regen, aber eben aufgrund einer neuen Reifenregelung ohne Action, dann trotzdem so, dass es geregnet hat. Aber heute bestes Wetter in Suzuka. Und wir sehen jetzt im Intro Fernando Alonso, Lewis Hamilton. Und dann werden wir gleich uns mal gemeinsam hier auch nochmal um die Startaufstellung kümmern. Und Kevin hat wie immer einen Blick auch auf die Reifenwahl. Also sobald es aufploppt, wer welchen Reifen wählt, werden wir euch das sagen. Der große Preis von Japan. Ja, wie gesagt, absoluter Traditions-Grand Prix in der Formel 1. Viele Weltmeisterentscheidungen wurden in Japan gefällt. Allen voran natürlich aus deutscher Sicht 2000. Ja, Michael Schumacher, erinnert euch vielleicht noch an Jacques Schulz, der Michael Schumacher am frühen Sonntagmorgen zum Weltmeister geschrien hat auf Ferrari.
Diese Strecke nahezu unangetastet, 5,807 Kilometer, 53 Runden, Rundenrekord Lewis Hamilton. Wir haben einen Topspeed von 322,6 Kilometern, 18 Kurven, 40 Meter Höhenunterschied und einfach jede Menge Stellen, an denen es Action geben kann. Die Reifenwahl von Pirelli in diesem Jahr, die härteste C1, C2, C3, da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, Kevin, im Laufe des Streams, weil das auch am Wochenende gefragt wurde, warum man das gemacht hat und ob man nicht eine Spur weicher hätte gehen können. Aber bevor wir das tun, werden wir uns auf die Startaufstellung konzentrieren, denn die wird uns jetzt gleich eingeblendet und ich sehe währenddessen auch schon, dass die Reifenwahl durch ist, Kevin. Wir können aber erstmal schauen, wer wie startet. Von Platz 20 Guan Yu Zhou, von Platz 19 Logan Sargeant, Kevin Magnussen von 18, Pierre Gasly von 17, Esteban Ocon von 15, Lance Stroll von Platz 16. Ocon hat es wie einen Sieg gefeiert, dass er in Q2 gekommen ist. Alex Albon startet von Platz 14, fühlt sich nicht so wohl im Williams an diesem Wochenende. Valtteri Bottas von Platz 13, dann Nico Hülkenberg von 12, Daniel Ricciardo von 11, der wieder geschlagen wurde von seinem Teamkollegen Yuki Tsunoda, auch wenn es knapp war, aber Tsunoda startet von 10, George Russell von Platz 9. Dann haben wir von Platz 8 starten Charles Leclerc, natürlich super enttäuschend für den Monegassen Lewis Hamilton von Platz 7. Von Platz 6 startend ist Oscar Piastri, auch er deutlicher geschlagen von Lando Norris am gestrigen Samstag. Fernando Alonso mit einer letzten richtig guten Runde noch von 8 auf 5 vorgerutscht. Carlos Sainz startet von Platz 4. Lando Norris von Platz 3, der möchte natürlich seinen Podiumsplatz aus dem letzten Jahr wiederholen und ganz vorne in Reihe 1 die beiden Red Bulls Sergio Perez und Max Verstappen. Aber Kevin, wer startet mit welchem Reifen? Ja, also wie erwartet haben wir Fernando Alonso auf dem Softreifen. Den fährt auch Nico Hülkenberg, Alexander Albon, Esteban Ocon, Lance Stroll, Pierre Gasly, Logan Sargeant und Valtteri Bottas und der Rest startet auf dem Mediumreifen. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie sich das dann gleich beim Start darstellt. Fernando Alonso auf Soft, das hast du ja so ein bisschen vorhergesehen. Er hat ja noch als einziger von denen, die weiter vorne starten, einen frischen Softreifen zur Verfügung. Das könnte ein riesiger Vorteil für den Spanier werden, der ja bekannt ist als ein richtig guter Starter. Also vielleicht seine große Chance, das ganze Ding so ein bisschen aufzumischen da vorne. Yuki Tsunoda von Platz 10 jetzt im Bild. Natürlich alle Augen in Japan auch auf ihn gerichtet und auch auf Charles Leclerc, der an diesem Wochenende mit einem ganz speziellen Helm fährt, nämlich im Design seines Patenonkels und guten Freundes Jules Bianchi, der vor 10 Jahren den schweren Unfall hatte. Könnt ihr euch vorstellen, dass das schon 10 Jahre her ist, dass dieser Bianchi-Unfall dort in Suzuka war, durch ein tragischer Tag für die Formel 1 auch, der dann im späteren Verlauf dann an den Verletzungen gestorben ist. Foxy, nein, wir zeigen das Rennen hier nicht live bei der Watch Party, denn die Rechte liegen exklusiv bei den Kollegen von Sky, Servus TV und dem Schweizer Rundfunk. Wir bieten euch einen Alternativkommentar, das heißt, jetzt gleich werden wir die Synchronisierung vornehmen und dann sind wir hoffentlich so nah es geht an eurem Bild dran. Ihr könnt dann den Ton an eurem Fernseher ausstellen oder auf den Streckenton schalten und uns als Kommentar nutzen. Oder aber, wenn ihr noch unterwegs seid oder gerade nach Hause kommt aus der Kneipe oder aus der Disco, dann könnt ihr uns gerne auch als Formel 1 Radio benutzen, denn wir versuchen euch die Action bestmöglich über den Kommentar näher zu bringen. Die Heizdecken sind abgezogen, die Mechaniker stehen neben der Strecke und die Fahrer machen sich bereit für die Einführungsrunde. Wir sehen die Rolex-Uhr eingeblendet, deswegen machen wir jetzt die Synchronisierung, soweit es geht, nach vorne ziehen und dann startet die Formationsrunde des großen Preises von Japan. Kevin, wer gewinnt den Start? Max Verstappen, Sergio Perez, Lando Norris, was glaubst du? Ja, das wird schon Verstappen machen. Er startet ja von der sauberen Seite. Das finde ich bei Alonso auch interessant. Also Softreifen vom am Start schon ein Vorteil und von der sauberen Seite. Und außen eigentlich auch nicht ganz schlecht für die erste Kurve. Da kannst du ein bisschen mehr Schwung vielleicht mitnehmen. Innen, da verhungerst du immer so ein bisschen, weil du nicht weißt, was die außen machen. Deswegen auf Alonso muss man jetzt wirklich aufpassen beim Start. Ach so, und eine Bitte noch aus persönlichen Gründen. Viele von euch wissen, dass ich großer Wrestling-Fan bin. Bitte keine WrestleMania-Spoiler in den Chat schreiben. Vielen Dank. Das ist mir auch ganz wichtig. Ich freue mich. Also Japan, muss ich ehrlich sagen, ist echt so ein Rennen, Kevin. Ich habe das vorhin schon angesprochen, ganz am Anfang, steht auf meiner Bucketlist. Also ich würde unheimlich gerne mal diese Atmosphäre vor Ort erleben. Ich weiß nicht, ob wir das auch schon mal hier im Stream besprochen haben.
Ich glaube, im Podcast mal, oder? Ja, hast du auch so Bucketlist-Rennen, wo du sagst, die würdest du gerne mal live vor Ort erleben? Ja, Japan ist da definitiv mit dabei. Also ich habe eigentlich so 4 Lieblingsrennen, das sind diese ganzen Stadtkurse, also Monaco, Australien, Kanada und Singapur. Also die stehen auf jeden Fall ganz oben. Ja, und Japan kommt dann so danach, denke ich mal. Ja, Kanada auf jeden Fall auch bei mir. Oh, hat man Verstappen jetzt auch diese Neigungskamera gegeben? Die finde ich ja gar nicht so geil, muss ich sagen, ne? Wird mir so ein bisschen schlecht. Das ist wie VR-Brillen, da wird mir auch immer schlecht. Kann ich nicht so gut. Ey, wir können jetzt gerade mal, bevor es dann losgeht, darüber sprechen, über die Reifenauswahl, C1, C2, C3. Da hat nämlich im Laufe des Wochenendes im Livestream mal jemand nachgefragt, warum man da nicht mutiger war und gesagt hat, okay, wir gehen da eine Spur weicher. Kannst du dir das erklären? Ja, ich wüsste nicht warum, weil wir haben ja jetzt schon 2 Stopprennen. Also ich sehe da ehrlich gesagt den Grund nicht, weil ich meine, klar, sonst könnten wir vielleicht einen 3-Stopp haben, aber ob das jetzt so viel spannender dann ist, ich finde eigentlich am besten ist es, wenn es so zwischen 2 und 1 Stopp ist, sodass man was Unterschiedliches probieren kann, weil heute ist es ja schon recht klar auf die 2-Stopp festgelegt, wie es zum Beispiel auch in Bahrain war. Also es muss schon Variation drin sein. Wenn Pirelli das schafft, das wirklich so auszuwählen, die Reifen, dass man zwischen 2 Strategien liegt, wäre das, glaube ich, am besten. Und ja, ob man das hier mit weicheren Reifen schaffen würde, ja, also ehrlich gesagt habe ich da keine wirkliche Meinung. Ich bin aber an sich schon dafür, dass Pirelli sich ja mehr traut bei den Reifen, da immer ein bisschen mutiger ist. Wir hatten das ja in Saudi-Arabien, dass man da definitiv zu konservativ war. Mein Gott, Grüße an den Daji-Prinz hier im Chat live aus dem Krankenhaus. Hoffe, bei dir ist alles gut und wir hoffen, dass wir dir jetzt zumindest mal ein bisschen Erholung verschaffen können mit unserem Kommentar zum großen Preis von Japan. Und Guan Yu Zhou fährt jetzt auf die Startzielgerade ein und dann sind gleich alle Fahrer auf dem Grid und dann geht es los in Suzuka mit dem großen Preis von Japan, dem 4. Saisonrennen der Formel 1 Saison 2024. Und es ist immer ein bisschen kribbelig, auch in Japan tatsächlich. Den Start dann mit Fahrt auf die ersten Kurven, aber das geht jetzt los. Die grüne Flagge, die dritte Lampe, die vierte Lampe, die fünfte Lampe. Und jetzt geht's los. Der große Preis von Japan, Max Verstappen kommt richtig gut weg, Sergio Perez auch, Lando Norris nicht ganz so gut und Fernando Alonso hat schon den Vorteil mit dem weichen Reifen. Carlos Sainz jetzt neben Lando Norris. Lando Norris bleibt auf Platz 3 erstmal, aber Sainz ist dran. Alonso muss sich gegen Piastri behaupten. Im hinteren Feld ist alles ruhig geblieben, keine Berührung hinten. Ah, ja, oh doch, da dreht sich. Oh, da. Das war ein Racing Bull. Ja. Und Alex Albon, oh, sind im Reifenstapel, das gibt eine rote Flagge. Das gibt eine rote Flagge, schwerer Einschlag von Alexander Albon und einem Racing Bull. Und ich hoffe für Oscar, es ist Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo ist es und Alexander Albon haben sich berührt. Und es gibt die rote Flagge, natürlich, weil der Reifenstapel ist ziemlich zerlegt worden. Und ich sag's noch, es ist ruhig geblieben hinten. Ricciardo ist schon ausgestiegen und auch Daumen hoch bei Alexander Albon. Es sieht heftiger aus, als es ist, weil die Reifenstapel einfach aus der Verankerung geflogen sind. Das Ganze in Kurve. Sind die vom Driver Tracker verschwunden? Natürlich auch klasse hier. Kurve 3 ist das außen. Ich habe jetzt gerade schon mal strategisch überlegt, ob es jetzt vielleicht Sinn machen würde, weil man kann ja jetzt die Reifen wechseln bei der roten Flagge, jetzt vielleicht nur noch ein Einstopprennen, hart zu fahren von hier aus. Bin ich mal gespannt, ob das jemand probiert. Wahnsinn. Ja, und Info an den Chat, ihr müsst nicht alle schreiben, dass wir müde aussehen. Also ich bin es. Aber soll hier nicht um Äußerlichkeiten gehen. Ja, bei Alex Albon scheint es gerade noch so ein bisschen schwierig zu sein, ihn da aus dem Auto zu bekommen. Aber also nur, weil da halt noch Reifen liegen, aber der hat den Daumen hoch eigentlich schon gezeigt. Ach, ist raus. Okay, Alex Albon ist raus. Hilft jetzt noch mit, da das Auto ein bisschen freizulegen. Ja, ganz schön was los bei Williams gerade mit Crashes. Also ja, kommt so jetzt zu uns schon halt. Die Wiederholung. Und ich sage es vorher noch, dass eigentlich alle gesittet weggekommen sind. Übrigens nicht gut weggekommen ist Yuki Tsunoda. Der ist halb stehen geblieben und da wurde er auch schon überholt von Daniel Ricciardo.
der sich dann mit dem Williams gleich ins Gehege bekommt, mit Alex Albon, der auch an Yuki Tsunoda vorbeifährt und dann, oh. Ah, der hat ihn nicht gesehen. Der hat ihn nicht gesehen. Ricardo hinten rechts auf das linke Vorderrad oder auf die auf den Spoiler, auf den Frontspoiler aufgefahren von Alex Albon, sich dann den Reifen aufgeschlitzt. Das ist so ein bisschen wie die Situation Magnus und Albon in Saudi-Arabien, bloß jetzt hier mit einem viel härteren Ausgang für beide. Ja, übrigens auch richtig guter Start von Nico Hülkenberg, der an beiden Racing Bulls vorbeigekommen ist. Und jetzt fährt Albon auch an Tsunoda vorbei. Ah ne, an Ricardo, ja, okay. Das bittere Situation, weil Ricardo Albon halt wirklich nicht sieht. Also Magnus hat ja eine 10-Sekunden-Strafe für das bekommen. Ich glaube, dass die Stewards hier ein bisschen, wie heißt das auf Deutsch, Molinien sein werden, weil es eben die Startrunde ist. Natürlich auch wieder bitter für Ricardo jetzt, ne? Weil er nimmt die Hände auch weg vom Lenkrad, will natürlich kein Risiko eingehen. Ich will ihn in Sandford da nochmal irgendwie eine Verletzung haben. Lance Stroll auch mit einem guten Start. Ja, Tsunoda kommt erst schlecht weg und schiebt sich dann wieder an Ricardo vorbei. Und dann sieht Stroll nur, wie Ricardo vor ihm abfliegt. Nochmal das Bild aus Kevin Magnussens Perspektive. Ja, also Albon wird nicht gesehen, ne? Das ist halt in der Tat einfach ein Rennunfall gewesen. Ja, beide sind ausgeschieden, das Rennen ist eh vorbei. Da kann man wenig machen. In der Kurve 3 wird es noch immer enger. Ja, genau. Bei Williams ist jetzt wichtig, dass das Chassis gehalten hat. Aber das wird jetzt ein bisschen dauern, bis da alles wieder so steht, dass wir weiterfahren können. Der Kranwagen ist gerade da, also die Autos sind relativ schnell weg, aber die ganzen Reifenstapel müssen ja wieder aufgestellt werden. Und Sorgenfalten bei James Fouts, bei Williams. Du hast gerade schon gesagt. Viele Crashes aktuell bei Williams, viele Kosten, viele Teile, die ersetzt werden müssen und Williams mit großen Problemen, diese Teile wiederherzustellen. Also keine guten Zeiten für das Team in Grove. Und wie Sascha schon richtig sagt, bei uns in der Regie gerade im Hintergrund, große Hoffnung ist jetzt wahrscheinlich, dass das Chassis nicht kaputt gegangen ist. Also ich schaue mir gerade noch mal unsere Strategiehochrechnung vor dem Rennen an. Da ist es tatsächlich so, die Strategie hart, die man ja nicht fahren kann, weil man zwei verschiedene Reifensätze braucht, die ist nur eine Sekunde über eine komplette Renndistanz langsamer als die Strategie medium hart. Also das wäre laut unseren Daten die schnellste Zwei-Stopp. Jetzt ist es ja so, in der roten Flagge darf man die Reifen wechseln. Es haben jetzt alle Fahrer entweder schon den Medium oder den Soft genommen. Das heißt, mit zweimal hart könnte man jetzt durchkommen mit der Einstopp. Das Problem ist aber, dass nicht mehr alle Teams zwei harte Reifen haben. Bei Red Bull und Ferrari war es ja so, die haben zwei neue Medium-Reifen. Mercedes hat zum Beispiel zwei neue harte, wie auch, glaube ich, McLaren. Deswegen bin ich jetzt mal wirklich sehr, sehr gespannt, was da strategisch passiert, weil ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass da der ein oder andere jetzt von hier aus die Einstopp-Strategie versuchen wird. So, wie wird dann gleich gestartet? Das ist uns jetzt so noch nicht bekannt, aber wir warten natürlich darauf, wie uns dann die Reihenfolge mitgeteilt wird. Aktuell führt Max Verstappen vor Sergio Perez, Norris auf 3, Sainz auf 4, Alonso 5, Piastri 6, Hamilton 7, Leclerc 8, Russell 9, Hülkenberg 10, Bottas 11, Tsunoda 12, Ocon 13, Gasly 14, Stroll 15, Magnussen 16, Sargent 17 und Joe auf Platz 18. Ricardo und Albon, gerade für die, die jetzt erst dazugeschaltet haben, ausgeschieden nach einem Unfall in Kurve 3. Ricardo erst mit einem guten Start und dann wurde er wieder überholt, unter anderem von seinem Teamkollegen Yuki Tsunoda. Und dann ist ihm einfach der Platz ausgegangen in Anbetracht dessen, dass Alex Albon rechts neben ihm auftauchte. Und dann hat Ricardo
den Frontflügel von Albon erwischt, hinten rechts. Sein Reifen war direkt Fritte und dann ging es für beide in die Reifenstapel. Aktuell rote Flagge in Japan. Und ich bleibe dabei, Kevin, Daniel Ricciardos Position bei Red Bull. Thank you, Oleg. Thank you. Thank you for the tip. Ja. Was schreibt er denn? I should sleep more. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Da hat er recht. Da hat er recht. Ach, Sascha, in der Bauchbinde unten ist noch irgendwie eine alte Reihenfolge drin. Kann das sein? Ja, genau. Ja, vielleicht für euch zum Hintergrund. Ich weiß gar nicht, hört man dich, Sascha? Kaum. Okay. Wir ziehen die Daten aus dem Hintergrund, aus unserem eigenen Backend. Und da gibt es wohl gerade so ein paar Schwierigkeiten und deswegen seht ihr noch ein paar veraltete Daten in der Bauchbinde. Wir hoffen, dass das dann, wenn das Rennen läuft, besser wird und auch geändert ist. Der Unfall gerade nochmal in der Wiederholung. So, jetzt nochmal der Start aus Ricciardos Position. Der kommt eigentlich erst gut weg. Ja, die kommen beide extrem schlecht weg, die Racing Bulls. Ja, stimmt. Bottas ist auch vorbeigefahren. Und dann kommt Tsunoda wieder an ihm vorbei und jetzt gleich kommt der Moment, wo... Gut, er guckt schon in den Rückspiegel hinten rechts, aber vielleicht hat er den Platz falsch eingeschätzt. Sargent kam auch nicht gut weg. Übrigens. Wurde auch direkt von Joe überholt. Kann sich dann natürlich wieder über außen vorbeischieben. Hat dann Kevin Magnussen neben sich. Da wird es auch eng zwischen den beiden. Ja, irgendwie sieht es schon ein bisschen komisch aus, wie Ricardo da rüberzieht, aber aus seiner Onboard fand ich, sah es jetzt gar nicht so schlimm aus. Aber von hinten konnte man schon sehen, dass er da wirklich sehr viel ausgeholt hat für die Kurve. Also es wird auf jeden Fall einen stehenden Neustart geben. Also das dürfte eigentlich sicher sein. Es ist trocken. Und wir haben die Order für den Restart. Verstappen, Perez, Norris, Sainz, Alonso, Piastri, Hamilton, Leclerc, Russell, Hülkenberg, Bottas, Tsunoda, Con, Gasly, Stroll, Magnussen, Sergeant Joe. Das ist die Reihenfolge für den Restart. Der normalerweise stehend sein müsste. Die Frage ist nur, wann das sein kann, denn man muss jetzt noch die Reifenstapel wieder aufbauen. Ist noch eine althergebrachte Strecke mit Reifenstapel. Wurde ich auch im Live-Chat gerade gewundert, dass es da noch Reifenstapel gibt. Normalerweise ist ja überall Tech-Pro-Barriere. Aber in dem Fall da gibt es Reifenstapel. Sergio Perez bekommt nochmal die Kühlweste angelegt. Also geht man wohl davon aus, dass das noch ein bisschen länger dauern wird. Fernando Alonso im Gespräch mit dem Renningenieur. Jetzt ist der Vorteil von Alonso natürlich weg, ne? Mit den frischen, weichen Reifen. Wenn es jetzt einen stehenden Restart geben sollte. Ja, ich meine, er kann es ja nochmal nehmen. Die haben jetzt nicht so viel Verschleiß drauf nach den drei Kurven. Klar, der Vorteil ist jetzt nicht mehr ganz so groß wie beim ersten Start. Alonso hat noch einen neuen Medium und einen neuen harten Reifen. Ja, ich bin wirklich, wie gesagt, mal gespannt, was die Teams jetzt machen. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt wirklich, wie gesagt, der eine oder andere jetzt auf dem harten Reifen losfährt. Wobei ich glaube, von hier trotzdem noch die Zwei-Stopp-Strategie, die schnellere sein dürfte. Also von jetzt ab nochmal zwei Stopps. Und wir haben eine Notierung der Stewards, des Vorfalls zwischen Daniel Ricciardo und Alexander Albon, causing a collision. Es wird gegen Daniel Ricciardo ermittelt. Also noch nicht. Also erstmal ist es nur notiert, aber es kann sein, dass da noch eine Ermittlung gegen ihn kommt, Untersuchung gegen ihn kommt. Vielleicht im Nachhinein dann noch eine Strafe für Daniel Ricciardo. Ja, das wird dann
wenn dann eine Quidstrafe für China werden. Genau, genau. Also ich sehe im Zweifel auch, weil im Chat der Jonathan zum Beispiel schreibt, Albon einfach überbewertet, verstehe auch den Hype um ihn nicht. Der Fehler lag hier definitiv bei Ricardo. Also wenn man einen Fehler geben möchte. Für mich ist es eher Rennunfall, weil es halt eine Situation in Kurve 3, die vorkommen kann, soll natürlich nicht vorkommen. Was mich ein bisschen irritiert hat in der Wiederholung, die ich dann aus Ricardos Auto gerade gesehen habe, dass er doch ins Seitenspiegel guckt, rechts, also aber ihn doch gesehen hat und einfach die Tür zumachen wollte und ihm nicht klar war, dass er so nah dran ist. Schwierig. Normalerweise sind die Rennkommissare bei Startsituationen immer ein bisschen freigiebiger, was das angeht. Nee, Marc Philipp, das sehe ich nicht, dass Albon da zu optimistisch in die Kurve gegangen ist. Der ist da ziemlich normal in die Kurve reingefahren. Also. Ich meine, wenn Ricardo die Ideallinie fährt, ist da schon Platz für zwei Autos, aber. Für mich zieht Ricardo auch klar rüber. Also klar in Anführungsstrichen rüber. Aber nochmal, ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt irgendwie noch wirklich eine Investigation kommt, sondern einfach als Rennunfall werden, sind ja eh beide ausgeschieden. Verstappen erkundigt sich nach Albon und Ricardo. Auch schön ist jetzt gerade Verstappen neben ihm Opa Helmut. Esteban Ocon mit seinem Renningenieur. Esteban Ocon jetzt auf Platz 13, zwei Plätze gut gemacht. Hat auch einen guten Start. Auch Pierre Gasly ist gut weggekommen. Ja, immer noch keine Information, wann es weitergeht. Nee, das wie gesagt, das wird noch dauern. Also, das ist der Nachteil an Reifenstapel. Es dauert ein bisschen länger, bis die alle wieder stehen und so stehen vor allem, dass die Rennleitung das dann freigibt. Schreibt Ruben bei uns im Chat, du hattest recht, Ricardo muss weg. Zu mir? Oder? Ja, wir haben Formel 1-Chat bei uns. Ja. Richtig. Ja, Liam Lawson würde ja bereitstehen. Ja, der steht auch schon das ganze Wochenende bereit. Da hat man in der Regie das auch immer sehr gerne genommen, dieses Bild. Man immer in der Garage ein Liam Lawson zu sehen war, wenn davor ein Daniel Ricciardo irgendwas falsch gemacht hat. Bei dem Dreher zum Beispiel, ja, den er im dritten freien Training hatte. Nee, also jetzt mal im Ernst. Also wir können da immer gerne mal Real Talk machen hier. Wenn man überlegt, wofür Nick de Vries rausgeschmissen worden ist. Ich meine, leistungstechnisch ist Ricciardo natürlich, glaube ich, doch fähiger, gute Leistungen zu bringen als Nick de Vries. Aber im Endeffekt, wenn du nicht zweierlei Maß ansetzen willst, dann ist für Ricciardo bald Feierabend. Ja, er hatte halt in Mexiko ein ganz gutes Wochenende letztes Jahr, aber dann war es das eigentlich schon. Im letzten Jahr war ja dann so ein bisschen dann die Ausrede, ja, mit der Verletzung war er wahrscheinlich noch nicht bei 100%. Deswegen hat man sich da jetzt beim Saisonstart mehr erhofft. Aber da ist er uns das bisher noch schuldig geblieben. Race will resume at 14:32 Uhr, also 12 Minuten. 12 Minuten geht's weiter. Ach, guck mal, jetzt haben sie sogar den Bagger auf den LKW geladen. Oh Mann. Ja. Vielleicht wird man genau. Jetzt wird man Albon ins Sargents Auto setzen. Ja. Ja. Ja, ganz witzig eigentlich, ne? Albon hat sich ja das ganze Wochenende so ein bisschen auch über die fehlende Balance im Auto beschwert, obwohl er zufrieden war mit dem Heckflügel, den man dran hatte, aber so ganz hat es nicht gepasst. Sargents Chassis. Ja, das ist einfach auch keine Williams-Strecke. Also das ist
Der Abtrieb fehlt komplett, die schnellen und mittelschnellen Kurven im ersten Sektor. Das ist absolutes Gift für den Williams. Was man ja eigentlich für dieses Jahr ja verbessern wollte. Man hat ja da diese inhärenten Probleme am Auto, aber man kriegt es ja halt irgendwie nicht weg. Das ist halt eigentlich das, was wir auch bei anderen Teams sehen. Bei McLaren sind es die langsamen Kurven. Auch da ist das Problem immer noch da. Bei Ferrari sind es eher die schnellen. Und irgendwie ist da doch alles gleich geblieben von den Charakteristiken im Vergleich zum letzten Jahr. Also um 7.32 Uhr deutscher Zeit geht es weiter mit dem großen Preis von Japan. Aktuell rote Flagge wegen des Unfalls zwischen Daniel Ricciardo und Alexander Albon in Kurve 3. Klar, so wie der Kollege im Live-Chat hier, war er? Olaf, glaube ich. Dude, war Rennunfall. Ja, die Meldung wird nach dem Rennen untersucht von den Stewards. Und dann gibt es noch eine Strafe für Ricciardo. Dann wird es eine Grid-Penalty geben für das nächste Rennen, denke ich, wenn sie das jetzt ermitteln, weil predominantly at fault meiner Meinung nach Daniel Ricciardo eher war. Jetzt auch jetzt eher als Rennunfall gewertet, aber wenn du jemanden die Schuld geben möchtest, weil sich auch Daniel Ricciardo selber in die Situation gebracht hat durch einen nicht so guten Start, man sich fragen kann, klar, du kannst einerseits fragen, was macht Alex Albon über außen dort in der Kurve, aber andererseits kannst du fragen, warum schnürt ihm Ricciardo nach rechts fahrend, nach Blick in den Seitenspiegel den Platz weg. Also das ist halt... Ja, es ist die gleiche Situation wie Magnus und Albon Saudi-Arabien. So, da gab es halt die 10-Sekunden-Strafe, aber das war halt mitten im Rennen und nicht am Start. Und am Start gibt es ja eigentlich immer so ein bisschen noch so, werden die Augen zugedrückt. Also deswegen 10-Sekunden-Strafe wäre dann vielleicht eine 5-Blitze-Quid-Strafe, also vielleicht kriegt er nur 3 Ricciardo. Und es wird einen stehenden Restart geben. Das ist sicher. Track clear, also in 9 Minuten geht es weiter mit dem großen Preis von Japan. Die Teams bringen jetzt die neuen Reifen beim einen oder anderen sicher an. Bin mal gespannt, ob jemand jetzt den Versuch startet, wirklich mit einer Einstopp-Strategie durchzukommen. Aber eins ist klar, es kann natürlich gleich wieder knallen. Ne? Haben wir die gleiche Situation nochmal. Das ist Japan. Das ist diese Strecke. Da ist gerade die Startsituation eine der hakeligsten, obwohl es bis zur Kurve 3 ja mit allen gut ging. Nur dann hinten raus hat es eben nicht geklappt zwischen Ricciardo und Albon. Also wie gesagt, auf dem Papier ist die Strategie hart eine Sekunde langsamer als die Zwei-Stopp-Strategie. So, das ist ja jetzt nach einer Runde ja immer noch der Fall. Deswegen denke ich schon, der Großteil wird auf Zwei-Stopp bleiben. Also jetzt ganz normal, dann nochmal zweimal zum Reifenwechsel kommen. Aber vielleicht will der ein oder andere vielleicht was anderes probieren, weil man jetzt schon ja einen der weicheren Reifen weg hat und dann mit zweimal hart durchkommt, wobei man halt auch erst mal zwei harte haben muss. A-N möchte wissen, welche Reihenfolge, können wir euch gerne sagen. Max Verstappen wird von 1 starten, Perez von 2, Norris von 3, Sainz von 4, Alonso von 5, Piastri von 6, Hamilton von 7, Russell von 8, Leclerc von 8, Russell von 9, Hülkenberg von 10, Bottas von 11, Tsunoda von 12, Ocon von 13, Gasly 14, 15 Stroll, 16 Magnussen, 17 Sargent und 18 Joe. Das ist die Startreihenfolge für gleich. Ja, wir werden irgendwann die Bauchbinde vielleicht noch gefixt kriegen. Ansonsten sagen wir euch auch immer die Reihenfolge durch. Nochmal herzlich willkommen und hallo zu unserer Watchparty zum großen Preis von Japan. Gleich mit dem zweiten stehenden Start, den wir für euch kommentieren werden. Kevin Herrmann, unser Datenexperte, und ich, Kevin Scheuren, begrüßen euch ganz herzlich an diesem Sonntagmorgen. 7.25 Uhr deutsche Zeit, also frühmorgens bei uns. Bei uns seht ihr keine Live-Bilder. Die Rechte liegen exklusiv bei den Kollegen von Sky, Servus TV. Ja, an diesem Wochenende zeigt der ORF, aber die Rechte liegen bei Servus TV und dem Schweizer Rundfunk in der Schweiz. Wir bieten euch den Alternativkommentar zum großen Preis von Japan. Das heißt, wenn ihr ein Live-Bild habt, dann könnt ihr unseren Kommentar drunter legen, stellt ihn einfach auf den Streckenton oder macht den Kommentar ganz aus und hört uns zu.
Oder aber, wenn ihr noch im Bett liegt und einfach nur ein bisschen Formel-1-Beschallung haben möchtet, dann sind wir gerne euer Formel-1-Radio und versuchen euch die Action bestmöglich über unseren Kommentar rüberzubringen. Kevin hat wie immer den Blick auf die Daten, hat auch den Blick auf den Circle of Doom, was da so passiert. Und wir werden nochmal die Rundenzeiten auch durchsagen, eure Fragen gerne beantworten aus dem Live-Chat. Und ja, ihr könnt im Live-Chat mit vielen Formel-1-Fans chatten. Ja, also das ist unser Motto hier, Formel 1 schauen mit Freunden. Das soll es auch sein. Also kommt gerne mit dazu. Habt einen schönen Morgen mit uns und ja, hoffe, dass das gut läuft. Und in 6 Minuten geht's weiter mit dem großen Preis von Japan. Und wir werden dann wieder eine Synchronisierung vornehmen vor der Einführungsrunde, sodass wir dann sehen können, wie es dann weitergeht. Wer hat Reifen gewechselt, möchte Olaf wissen. Das wissen wir natürlich jetzt noch nicht. Naja, sind noch die alten Reifen im Feed drin. Das können wir noch nicht sagen. Ja, ja, und lieber Domi, ne, wir versuchen das TV-Bild ja mit euch bestmöglich zusammenzubekommen über eine Synchronisierung. Dass das nicht immer funktionieren kann, ist klar, weil ihr guckt alle über verschiedene Kanäle. Die einen über Satellit, die anderen über Kabel, die anderen über Stream. Das heißt, es wird nie 100% funktionieren, aber 99% kriegen wir öfter mal hin. Ja. Und ansonsten, ja. So, je öfter mir ich den Unfall jetzt ansehe, desto schlechter finde ich, sieht es für Ricardo aus. Ja, der zieht schon nach rechts. Links innen ist Stroll, aber da ist eigentlich so viel Platz. Jetzt sehen wir nochmal den Unfall aus dem Blickwinkel von Alex Albon. So, erst kommt Tsunoda nicht gut weg. Dann kommt Tsunoda besser in die Kurve 1, geht wieder an Ricardo vorbei. Ricardo kommt ins Schlingern, verliert ein bisschen Grip, ist in der Dirty Air gefangen und wird jetzt gleich, hat wieder Schlingerprobleme. So, und zieht jetzt schon rüber. Nee, sorry. Nee, komm. Nee. Also Rennunfall. Ich bin ganz beim Rennunfall. Aber jetzt nochmal Ricardo. Also beide Racing Bulls kommen schlecht weg. Dann geht Bottas schon mal vorbei. Hülkenberg auch. Also Ricardo hat extreme Grip-Probleme. Das ist völlig offensichtlich. Der hat überhaupt keinen Grip bis in Kurve 3 rein. Muss immer gegenlenken. Ja, keine Ahnung. Wegen meiner, wie gesagt, Rennunfall drauf geschissen. Also Albon ist auf jeden Fall nicht schuld, weil der war schon ja in der zweiten Kurve schon halb daneben, weil Ricardo im Kurvenausgang Probleme hatte, also er könnte da gar nichts machen. Ja. Wie gesagt, nach dem Rennen wird das nochmal untersucht, dieser Vorfall zwischen Daniel Ricciardo und Alexander Albon. Wir haben noch keine Informationen, wie mit welchem Reifen gleich starten wird. Wir warten alle gespannt darauf, wer gleich welchen Reifen unter den Heizdecken hat, die in wenigen Sekunden abgenommen werden. Also um 7.32 Uhr geht es weiter. Im Chat wird schon diskutiert. Perez rote Reifen. Bin ich gespannt drauf, ob das so ist. Jetzt haben wir gerade nochmal die Information der FIA bekommen. Stehender Start in 2 Minuten. Also neuer hat er auf jeden Fall nicht. Also Alonso war der einzige von den Topfahrern, der frische Softreifen hatte. Kannst du nochmal ganz kurz erklären, ob es jetzt sinnvoll wäre zu sagen, okay, ich gehe auf einen harten Reifen und versuche durchzufahren, wenn es jetzt keine weitere Safety-Car-Phase oder keine weiteren Unfall- oder Rotphase mehr gibt? Was wir natürlich nicht wissen, ist, wie groß der Reifenverschleiß heute ausfällt. Man kann das natürlich hochsimulieren anhand der Longrun-Daten, aber wie es dann letztendlich im Rennen wird, im Rennen ist es logischerweise immer weniger als im Longrun, weil mehr Grip auf der Strecke liegt und weil die Fahrer auch mehr schonen. Deswegen, wenn der Reifenverschleiß geringer ausfallen sollte als erwartet, dann begünstigt das die Einstoppstrategie natürlich. Und wenn man zweimal Haas fährt, jetzt braucht man auch noch einmal an die Box kommen. Wenn man von jetzt ab die 2-Stopp fährt, logischerweise zweimal. Wir hatten ja Medium bei in den Vorberichten gesehen, das Boxenstopp-Delta ist 21,5 Sekunden. Schon relativ hoch.
Ich glaube, die vielleicht so ein bisschen, ja, nichts zu verlieren haben und zwei Sätze harter haben, die werden es probieren. Ich denke da vielleicht so an George Russell, der ist 9. und der hat 2 Sätze neue harter Reifen. Ja, nach hinten kann da eigentlich gar nichts passieren, weil von den Mittelfeldteams wird er eh nicht geschlagen. Und nach vorne hat er damit eigentlich viel zu gewinnen. Also bei Leclerc haben wir gerade schon durchblitzen sehen, Medium-Reifen. Jetzt geht's jetzt dann weiter. Und auch Medium-Reifen bei Perez. Ja, das sind die gebraucht, das sind die vom Start wahrscheinlich dann noch. Medium auch bei Verstappen. Max Verstappen. Weiche Reifen bei Joe. Das sind auch neue, aber der hat eh noch genug. Gut, da muss man noch eine Hail Mary werfen. Aha, Reifen bei Lewis Hamilton. Ja. Ja, also wie gesagt, Mercedes und McLaren haben beide 2 frische, harte Reifen. Red Bull, Ferrari nur 1. Also Red Bull und Ferrari, wenn sie von hier aus die Einstopp fahren, dann müsste es medium hart sein. Das wird natürlich ein bisschen schwieriger. Und da hat noch jemand... Ah nee, das ist Hamilton. Und Russell auch. Russell hat auch harte Reifen. Und eigentlich könnte man es bei Red Bull jetzt schon ausschließen, die Einstopp, weil sonst würde man nicht mit den Gebrauchten losfahren, sonst hätte man jetzt auch die frischen, die man noch hat, genommen. Deswegen also bei Red Bull, da zeigt alles klar auf die 2 Stopp von jetzt an. So, und jetzt sind wir also wieder gemeinsam in der Einführungsrunde und deswegen bitte ich euch einfach mal das Bild, soweit es geht, nach vorne zu ziehen, wo ihr seid, und wir sind jetzt bei Yuki Tsunoda on board. Und ich habe jetzt auch alle Reifen, also Alonso ist weiterhin auf Soft, Hamilton ist auf Hard, Russell ist auf Hard, Hülkenberg, Bottas, Tsunoda Soft, die beiden Alpines sind auf Hard, Stroll Soft, dann ist Sargent auf Hard, Joe Soft und der Rest ist auf den Mediums geblieben. Also die Mercedes probieren hier wahrscheinlich wirklich jetzt die Einstopp von hier aus. Mutig auf jeden Fall. Die Alpines auch. Bei denen bleibt auch nichts anderes übrig. Könnten sie versuchen, ja. Ben Liebig möchte wissen, wie angreifbar werden die am Start mit hartem Reifen sein? Ja, also schon. Also dahinter, hinter Russell kommen 3 mit Soft. Da läuft ja schon Gefahr, überholt zu werden, den harten Reifen. Das Problem ist halt, dass du den erstmal auf Temperatur bekommen musst für den Start. In Suzuka sollte das eigentlich schon ganz gut gehen mit den ganzen Kurven. Da kriegst du schon genug Temperatur rein in den Reifen. Aber klar, der Softreifen wird auf jeden Fall von Vorteil sein. Also wenn Russell weiterhin 9. ist nach dem Start, dann war es, denke ich, ein guter Start für ihn. So, bevor es jetzt gleich wieder losgeht, herzlich willkommen, schönen guten Morgen. Start Nummer 2 hier beim großen Preis von Japan. Nach dem Startunfall von Daniel Ricciardo und Alex Albon wurde unterbrochen mit einer roten Flagge. So, und Ferrari scheint auf die anderen Mediums gegangen zu sein. Die haben die neuen drauf gemacht. Genau, also, die haben frische drauf. Das habe ich auch gesehen bei Leclerc. Die haben sehr cool. Könnte man in der Theorie vielleicht auch die Einstopp Medium Hard jetzt fahren. Weil ich das... Also in der Theorie ist es möglich, aber es ist wahrscheinlich schon zu langsam. Wohingegen das bei Liam Lawson, direkt hinter dem. Wohingegen das halt bei Red Bull jetzt schon klar auf 2 Stopp hinweist, weil man halt eben die Gebrauchten genommen hat und nochmal frische Mediums in der Hinterhand hat. Und jetzt sind wir wieder auf dem Weg ins Grid. Die Autos stellen sich auf, denn es gibt einen stehenden Neustart des Großpreises von Japan. Zum zweiten Mal, also die große Drucksituation der Fahrer. Wer kann den Start für sich entscheiden? Tsunoda und Stroll fallen zurück. Die Anzeige ist kaputt. Anzeige ist kaputt bei der Formel 1. Das stimmt so nicht. Aber jetzt geht's los. Alle Autos stehen im Grid. Hochspannung in Japan. Die erste Ampel geht an. Und zwar jetzt. Die 2., die 3., die 4., die 5. Und der nächste Restart des großen Preises von Japan geht an. Oh, und hinten schlechter Start von Hülkenberg. Ganz schlechter Start von Hülkenberg. Der wird ganz zurückgereicht. Und vorne kann sich Norris wieder gegen Sainz behaupten. Alonso kommt nicht voran. Alonso kommt doch voran.
muss jetzt aber gegen Piastri wehren und hinten Hamilton gegen Leclerc. Ja, Leclerc ist vorbei. Hülkenberg ist komplett zurückgereicht worden. Der ist gar nicht, der hat das Auto fast gestallt. Also vorne nichts passiert. Leclerc hat jetzt Hamilton überholt. Ja. Dann ist damit ein jetzt Platz nicht mehr Mercedes-Sandwich. Ocon ein jetzt Platz Zehnter. Ocon hat einen starken Start gehabt. Tsunoda hat auch massiv Positionen verloren. Der ist nur noch 17. Oder ist das noch die kaputte Anzeige? Norris, Sainz, Alonso, Piastri. Ich glaube, die Anzeige ist kaputt. Ja, Tsunoda ist 10. glaube ich. Ja, die Anzeige ist kaputt. Die Anzeige ist hinüber. Der ist sogar 9. Der ist an Russell vorbei. Stimmt. Tsunoda ist an Russell vorbei. Aber gut, das war klar eigentlich, weil mit dem harten Reifen wirst du im Zweifel eher verlieren. Und Leclerc ist auch nicht an Hamilton, also Hamilton ist auch nicht an Leclerc vorbei. So, jetzt wird da mal der Reset gemacht. Und dann werden wir gleich die richtige Reihenfolge haben. Aber frei nach Auge haben wir Verstappen, Perez, Norris, Sainz, Alonso, Piastri, Leclerc, Hamilton, Tsunoda, Russell, Ocon, Bottas. Und Hülkenberg ist zumindest schon mal wieder an Sargent vorbei. Hinten ist nicht mehr letzter. Also Hülkenberg ganz, ganz schlecht weggekommen. Boah. Boah. Verstappen wird jetzt das Rennen vorneweg kontrollieren. Sainz ist nah dran an Lando Norris. Ja, und auch beim zweiten Start in Folge haben die Softreifen bei Fernando Alonso eigentlich nichts gebracht. Nee, tatsächlich nicht, ne? Kann das auch wieder so ein Temperaturding sein? Oder also, dass wenn der die jetzt so ein bisschen auf Temperatur bekommt, dass er dann die große Stärke des Softreifens erst hinbekommt? Oder hat man das gestern vielleicht doch falsch eingeschätzt und der Softreifen ist gar nicht so stark als Rennreifen? Doch, wir konnten ja im Mittelfeld schon sehen, dass da mit dem Soft einiges ging, jetzt gerade auch bei Tsunoda, Ocon funkt. Oh, Ocon. Oh, Pierre hat mich an der Seite touchiert. Lass mich wissen, ob alles okay ist. Gut, also entweder Alonso zweimal den Start einfach nicht so richtig hinbekommen oder es ist Aston Martin spezifisch, dass man die Reifen vielleicht noch nicht so perfekt auf Temperatur bekommen hat. Jetzt haben wir die richtige Reihenfolge eingeblendet hier im World Feed. Verstappen vor Perez, Norris auf 3, Sainz auf 4, Alonso auf 5, Piastri 6, Leclerc 7, Hamilton 8, Tsunoda 9. Russell 10, Ocon 11, Bottas 12, Stroll 13, Gasly 14, Magnussen 15, Joe auf 16, Hülkenberg auf 17, Sargent ist 18. und letzter Ricciardo und Albon sind ausgeschieden. Also vielleicht nochmal zu den Reifen, was wir in den Long Run sehen konnten. Natürlich mit verkürzten Stints, also nicht so lange Stints, wie wir sie im Rennen hatten. Da war der Softreifen 7 Zehntel pro Runde schneller als der Medium-Reifen und der Medium-Reifen wiederum 1 Zehntel pro Runde als der harte. Russell geht jetzt an Tsunoda vorbei, holt sich die Position zurück. Der harte und Reifen jetzt auf Temperatur. An Ocon. Aber je länger die Stintlänge, das konnte man auch sehen, desto schlimmer wurde der Verschleiß am Soft-Reifen. Und deswegen, ja, kommen dann die Reifen dann wahrscheinlich ungefähr auf eine gleiche Pace raus. So, jetzt haben wir den Rennstart und Hülkenberg ist in der Tat fast stehen geblieben. Boah, auch Joe hat nochmal schnell reagiert, bevor es da zu spät war und es noch geknallt hätte. Hamilton ist gut weggekommen auf dem harten Reifen. Oh, und ein Verbremser, dicker Verbremser von Russell, deswegen ist er auch vorbeigekommen. Jetzt sehen wir nochmal Ocon, der jetzt, umgekehrt, er hat Gasly einen Hit from the side gegeben, aber also eingeschnürt quasi. Keinen Platz gehabt, ja. DRS ist freigegeben, aber Max Verstappen muss sich keine Sorgen machen, dass er ein DRS-Manöver ertragen muss. 1,2 Sekunden hat er auf Sergio Perez, 1,5 Sekunden dahinter Lando Norris auf 3, 1,2 Sekunden dahinter Sainz auf 4. Nur Alonso. Der könnte gleich vielleicht. Der ist im DRS-Fenster zumindest drin gewesen. Schwankt jetzt gerade ein bisschen raus auf 5. Ocon wird beruhigt. Auto sieht okay aus, sagt sein Ingenieur. Runde 6, also jetzt in Japan. Verstappen vor Perez, Norris, Sainz, Alonso, Piastri, Leclerc, Hamilton, Russell. Sargent wieder an Hülkenberg vorbei, weil Hülkenberg an die Box muss.
So, Stroll jetzt auch auf der Gerade vorbeigegangen an Ocon. Stroll damit jetzt 12. Ich denke, das ist auch der Hauptkonkurrent für Yuki Tsunoda um den letzten Punkt. Bin ich mal gespannt, wie gut dann die Pace von Stroll ist, ob er da vorne zu den Top-Teams aufschließen kann. Oh, Perez neben der Strecke gewesen. Reifen grün. Bisschen zu viel von dem grünen Teppich mitgenommen. Wallet möchte wissen, warum ist Hülkenberg so weit hinten? Der hat tatsächlich einen schlechten Restart gehabt. Er ist fast stehen geblieben. Ja, und war jetzt auch in der Box gewesen. Er ist jetzt auf den harten Reifen gewechselt. Ja, gut, da geht nichts mehr anderes. Ne? Also der frühe Undercut von Hülkenberg und jetzt dann vielleicht ähnlich wie die Mercedes mit zweimal hart durchfahren. Perez hat natürlich jetzt mehr Abstand auf Max Verstappen nochmal dazu bekommen. Kann auch Lando Norris ein bisschen helfen, dass Perez da gerade ein wenig unkonzentriert war. Sehen wir nochmal die Wiederholung. Kommt ein bisschen zu weit ab. Gut, hat jetzt nicht viel gekostet, aber trotzdem ein bisschen. Ja, war einfach untersteuern. Durch die DTR wahrscheinlich, da wollte er zu viel. So, und wir sehen Pierre Gasly, der... Das in der Box, da bin ich jetzt mal gespannt, wie lange das dauert. Kevin Magnussen im Heck hat. Kevin Magnussen gegen Pierre Gasly, da geht es um Platz 13 jetzt. Und davor Esteban Ocon. Magnussen möchte natürlich jetzt den Vorteil, den er hat mit dem Medium-Reifen gegenüber dem harten Reifen von den Alpines nutzen. So, Bottas jetzt auch auf dem harten Reifen. Der Stopp hat 4 Sekunden gedauert. Das ist ja fast bravourös für Sauber in diesem Jahr. Im Schnitt ja die Sauberstopps bei 14 Sekunden aktuell. Und ist auch vor Hülkenberg auf die Strecke wiedergekommen. Das war dann wahrscheinlich schon die Reaktion, dass man da den Undercut von Hülkenberg covern wollte. Jetzt Magnussen an der Stelle, wo er von Perez rausgekickt wurde letztes Jahr, der Joe im Nacken hat. Also da haben wir jetzt alles dabei. Hart bei Gasly, Medium bei Magnussen und bei Joe die Soften. Da geht es um Platz 13, 14 und 15. Und, oh, wir sehen mal wieder einen Boxenstopp bei Sauber. Ah, sah jetzt nicht so sauber aus. 4 Sekunden Stoppzeit bei Bottas. Weiter Kevin Magnussen auf der Jagd nach Pierre Gasly. Tsunoda wird jetzt auch an die Box. Ja, das ist jetzt der Undercut, den Hülkenberg ausgelöst hat. Da ziehen jetzt die auf den Soften losgefahren sind, alle nach. Genau, die gehen jetzt alle auf Hart. Ja. So, Stroll, der wird jetzt bestimmt was anderes machen, den Overcut fahren, könnte ich mir vorstellen. Magnussen an Gasly vorbei. Auf der Strecke ist jetzt 12. Bin ich mal gespannt. Das wird aber knapp bei Tsunoda, der kommt hinter Bottas auf dich. Das ist schlecht gelaufen. Das ist nicht gut. Da können wir schon so ein bisschen erkennen, wie stark der Undercut sein wird. Das ist jetzt generell immer so auf Strecken mit hohem Reifenverschleiß, dass der Undercut wirklich sehr, sehr stark ausfällt. Tsunoda jetzt 16., Bottas 15. So, und wir sehen die Wiederholung. Magnussen gegen Gasly über außen vor Kurve 1. Schön gemacht von Kevin Magnussen. Hat sich gut zurechtgelegt. Ja, der Haas ist ja auch eines der schnellsten Autos auf den Geraden. Alpine wahrscheinlich eines der langsamsten. Deswegen ging es da relativ leicht vorbei. Und jetzt dann der nächste Alpine, der dann wartet, vor Magnussen mit Ocon. Und vorne ist einfach nichts gebacken, weil kein DRS, nichts. Sainz funkt, ja, er sieht, dass Norris ein bisschen am Struggeln ist, aber die Abstände sind groß, zu groß, als dass da viel passieren würde. Perez hinter Verstappen, 2,2 Sekunden, 2,7 dahinter. Norris auf 3, Sainz ist knapp eine Sekunde hinter Norris auf 4, Alonso 2,3 dahinter auf 5, 1,3 dahinter Piastri auf 6, Leclerc dahinter auf 7. Auch innerhalb des Sekundenfensters, aber kommt nicht signifikant nah ran. Hamilton auf 8, 1,6 dahinter, Russell 1,5 dahinter auf 9, Stroll 5 Sekunden dahinter auf
10, dann Ocon auf 11, Magnussen 12 und jetzt haben wir Sargent gegen Ocon, gegen Gasly. Also Gasly ist auch am struggeln. Ja, bei Alpine sieht die Pace jetzt nicht so gut aus. Vorne, finde ich, sieht man schon, dass wer wahrscheinlich ein bisschen mehr Pace hat, sind schon die Ferraris, die da bei den McLarens dran sind. Der Rest zieht sich eigentlich eher weiter auseinander. So, jetzt Leclerc nah dran an Oscar Piastri. Hat da noch ein bisschen Dreck mitgenommen. Verstappen funkt. Ja, er wird gefragt, wie man den Frontflügel anpassen soll beim Stopp. Da hat er gesagt, ja, aktuell ist es eher am Untersteuern. Also es soll lieber ein bisschen übersteuernder sein. So, Leclerc, 6 Zehntel dran vor der Schikane. Die Schikane war ja gestern im Qualifying das Problem bei Ferrari. Da muss er jetzt natürlich dranbleiben, damit er dann das DRS nutzen kann auf der Hauptgeraden. So, und mal gucken, ob er das jetzt nutzen kann. Jetzt hat der DRS offen, Charles Leclerc gegen Oscar Piastri, aber kommt nicht nah genug. Macht er nicht. Hat sich kurz gezeigt, innen vor Kurve 1, aber hat er jetzt nicht durchgezogen. Also wir sehen jetzt auch schon Piastri jetzt auch im DRS-Fenster von Fernando Alonso, also der Softreifen, der macht jetzt die Biege wahrscheinlich. Vibrationen in der Lenkung bei George Russell gemeldet. Wahrscheinlich an dem Bremsplatten liegen, den er sich eingefangen hat in der zweiten Kurve nach dem Restart. Ja. Toto Wolff schaut relativ stoisch auf seinen Bildschirm, obwohl man sagen muss, ich weiß nicht, wie sind die Rundenzeiten von Hamilton so? Das scheint sich doch insgesamt ganz gut zu halten, da mit den harten Reifen vorne für die, ne? Ich schau das mal. Bei der Rennpace ist man aktuell 4 Zehntel langsamer als Verstappen an der Spitze. Ne, Quatsch. Nicht 4 Zehntel. Das sind 1,4 Sekunden pro Runde. Also schon relativ deutlich. Es ist eigentlich eher gerade Alonso, der Piastri und Leclerc aufhält. Der Rest zieht eigentlich schon so ein bisschen weg da vorne. Gut, also fahren die ihr eigenes Rennen da. Um Platz 8 und 9, oder wie? So wie du gesagt hast auch, ne? Ja, es kommt so ein bisschen darauf an, was jetzt hier mit Alonso und Piastri und Leclerc passiert. Also ich könnte mir vorstellen, dass Alonso gleich in die Box abbiegen wird. Wieder. Mit dem Funkt. Den funkt man, wir sehen einen hohen Verschleiß bei dem Medium-Reifen. Sargent nah dran an Pierre Gasly, da könnte es gleich zu einem Überholmanöver kommen. Boah, Gasly hat Probleme mit dem Grip beim Rausbeschleunigen auf die Start-Zielgerade. Das ist jetzt die Chance für Logan Sargent, der saugt sich ran mit DRS natürlich auch und ist vorbei. Logan Sargent überholt Pierre Gasly, das ist eine Blamage für Gasly. Aber stark gemacht von Logan Sargent, der natürlich profitiert davon, dass Gasly auf der Anfahrt nach der letzten Kurve echt ins Schlingern kam und gar keinen Grip hatte und auch immer noch zu kämpfen mit dem Grip und Sargent jetzt Abstand aufbauen kann zu Pierre Gasly. Sargent jetzt 13., Gasly 14. Ja, Chris Horn schreibt es richtig, wenn nichts dazwischen kommt, werden wir einen Doppelsieg von Red Bull erleben. Ist richtig? Das stimmt, bei Norris hat man jetzt gefunkt, Box, Box. Da hat man wahrscheinlich Angst, dass Sainz den Undercut macht. Schaue ich gerade mal auf dem Circle of Doom. Es wäre tatsächlich so, Sainz könnte mit einem guten Stopp vor Ocon rauskommen und dann ist dann so eine kleine Lücke zu Stroll. Das sieht McLaren natürlich auch und deswegen holt man Norris jetzt rein, um den Undercut von Sainz zu verhindern und selbst die Lücke zu nutzen. Ich möchte euch schon jetzt aufrufen, Logan Sargent als Driver of the Day zu voten. Das müssen wir alle hinbekommen heute. Logi Bär muss Fahrer des Tages werden. Norris an der Box. Nicht auch harte Reifen. Pneus. Guter Stopp. 2,3 Sekunden. Das können sie bei McLaren. Und kommt raus vor Ocon. Auf 10.
Norris. Runde 12. Also Alonso mit dem Soft holt man auch nicht rein, weil der würde total im Verkehr rauskommen bei Magnus und Sargent irgendwo. Da will man bestimmt noch ein bisschen warten, bis man da in freier Luft rauskommt. Weil die Pace sieht jetzt gerade im Vergleich zu Sainz nicht mehr so gut aus. Joe, hat er eine Strafe gehabt oder was? 5,4, das sah aber irgendwie deutlich länger aus. Hä? Hat er eine Strafe gehabt? Da wurde doch nichts gemacht. Was haben die gemacht? Ich habe keine Ahnung. Haben die Boxenstops geübt oder was mit dem? Nee, Joe war auf dem Soft jetzt. Nee, der war jetzt schon. Hä? Der war jetzt schon zweimal in der Box. Da lagen doch gar keine Reifen. Oder bin ich doof? Also Joe hat den Restart auf Soft gemacht, kam dann in Runde 7 an die Box für harte Reifen und kam jetzt in Runde 11 nochmal an die Box. Aber scheinbar ohne Reifenwechsel. In den Flügel gewechselt? Haben die irgendwas gemacht? Was war das? Tja, so Piastri kommt jetzt rein. Eigentlich müsste der im Verkehr rauskommen. Oder ziemlich im Verkehr bei Magnus und Sargent und den Konsorten da. Auch bei Aston Martin macht man sich bereit. Wahrscheinlich für Stroll. Stroll kommt in die Box. So, harte Reifen für Piastri. Magnussen an Ocon vorbei, oder? Ja. Für 9. Also die Alpinen, die stehen auf der Geraden, das ist wirklich Wahnsinn. Es ist unglaublich, die sind so lahmarschig. Kannst nicht anders nennen. Jetzt ist nämlich Tsunoda auch an Gasly dran, der wird durchgereicht. Gasly, Hamilton funkt, soll ich George vorbeilassen? Ja, der ist nämlich im DRS-Fenster. Davor fährt Leclerc, also die Mercedes können da oder an Gasly vorbei ganz gut enthalten. So, Sargent jetzt 13, Piastri 13 hinter Sargent. Da ist jetzt entscheidend, wie gut er da 12. vorbeikommt. 12. hinter Sargent. Sargent ist schon 11. Ja, ich habe ja 13. gesagt. Aber... 13. Ich habe 13. Ja. Verstanden. Ja. Ah, da steht ja schon wieder, Joe. Swap Positions bei Mercedes und das passiert auch. Hamilton lässt Russell vorbei. Schikane vor der letzten Kurve. Teamplay. Piastri vorbei an Sargent. Alonso in der Box. Ja, also Piastri müsste Ocon noch überholen, danach kommt Magnus und da wird es wahrscheinlich schwieriger, den zu überholen. Ich bin mal gespannt, wie man da jetzt bei Ferrari reagiert. Der Alonso auf jeden Fall. Alonso kriegt Medium. Ja, Alonso hatte einen frischen Soft, einen frischen Medium und einen frischen harten Reifen. Und kommt raus vor Magnussen auf 8. Und dahinter haben wir Piastri, der an Ocon vorbeigeht. Und Joe muss das Auto abstellen. Getriebeproblem. Schon wieder. Oh, bitter für Sauber. Bitter für Joe, die mir natürlich nächste Woche oder in 2 Wochen in China einen besseren Heim-Grand Prix wünschen. Ich habe jetzt jahrelang darauf gewartet, dass er als erster Chinese auch dort dann fahren wird in der Formel 1. Und wir sehen nochmal das Überholmanöver von Yuki Tsunoda gegen Pierre Gasly. Och, schön. Schön gemacht von Tsunoda. So, jetzt steckt Piastri gerade im Mittelsektor hinter Magnussen fest, im Circle of Doom. Mit einem Superstopp würde Leclerc vorbeikommen an Piastri, wenn er jetzt reinkommt. Da braucht er schon einen guten Stopp. Und Magnussen ist stark unterwegs heute. Ja, aber jetzt überholt worden von Piastri. Ja, aber trotzdem. Gut, natürlich vielleicht das gewesen, was Hülkenberg hätte sein können. Hätte Hülkenberg nicht diesen schlechten Restart gehabt, nämlich der dann zu sein, der dann nochmal profitieren kann, vielleicht ein Pünktchen abgreifen kann, wenn vorne was passiert. Aber das Rennen ist noch lang. Wir sind in Runde 15 von 53. Ja, auch wenn ich mir mal die Rennpace gerade anschaue, dann ist tatsächlich Hülkenberg schneller als Tsunoda zum Beispiel. Aber der schnellste im Mittelfeld ist tatsächlich Valtteri Bottas, was die Rennpace angeht. Und bereinigt liegt er auch auf dem 10. Platz, weil der liegt vor Tsunoda.
Und der nächste Alpin, der geschluckt wird, und zwar Esteban Ocon von Logan Sargeant für Platz 11. Nochmal der Hinweis, alle nachher schön Logan Sargeant als Driver of the Day voten. Das verdient er nach letzter Woche in Australien und auch mit der Leistung heute aktuell. Also wenn er nicht crasht, dann sollte man ihm das schon geben. Der Meinung bin ich schon. René fragt, wie ist die Lage? Die Lage ist aktuell, dass in Runde 15 von 53 Max Verstappen vor Sergio Perez führt, Sainz und Leclerc auf 3 und 4, Russell und Hamilton auf 5 und 6, Norris auf 7, Alonso 8, Piastri 9, Magnussen 10, Sargeant 11, Ocon 12, Bottas 13, Tsunoda 14, Russell 15, Stroll 15, Hülkenberg 16 und Gasly auf Platz 17. Ausgeschieden sind Guan Yu Zhou wegen eines Getriebeschadens, Ricciardo und Albon nach einer Kollision in Runde 1. Und wir sehen jetzt gleich Boxenstops von Carlos Sainz und Sergio Perez. Also Perez ist zumindest schon mal in der Box und Sainz jetzt auch. Das ist das Boxenduell jetzt gerade. Und da müssen wir gerne mal hingehen, liebe Regie. Tsunoda on board ist jetzt gerade vielleicht nicht so wichtig. Offenbar wichtiger als Boxenstops. Ne, jetzt sind wir bei Perez. Kriegt Medium-Reifen, Medium auf Medium. Und auch Medium. Ja, dann ist klar, die müssen noch mal rein. Sainz Medium und Perez Medium. Bei Sainz sind es, glaube ich, alte. Ja, das müssen die dann vom ersten Start dann sein. Und bei Perez waren es, glaube ich, frische, oder? Kann das sein? Ja, beide hatten vor dem Rennen zwei neue Mediums und Ferrari hat beim zweiten Start dann die neuen Mediums, die zweiten neuen genommen. Und jetzt ist man dann wieder auf den ersten Startreifen. Nee, Charlie, das waren keine Regentropfen bei Tsunoda. Ich glaube, das war ein bisschen Öl oder so, was er aufs Visier bekommen hat. So, also ja. Der Rückstand von... tatsächlich hat Norris auch den Undercut gegen Perez dadurch geschafft, durch den frühen Stopp. Und Sainz hat jetzt ungefähr 7,5 Sekunden Rückstand auf Norris. Was macht man jetzt bei Ferrari klugerweise mit Leclerc? Naja, also in der Hochrechnung kommt er hinter Alonso und Piastri auf die Strecke. Jetzt eigentlich in relativ frischer Luft vor Kevin Magnussen. Was darf mit in die Box gerufen? Wenn man ganz viel Risiko gehen will, fährt man wie Mercedes die Einstopp von hier, wechselt dann einfach auf den harten Reifen und fährt dann durch. Aber stoppt jetzt. Ich auch Medium. Band jetzt auch Norris, der hängt jetzt hinter den Mercedes fest im DRS-Zug. Ob er da vorbeikommt, weil das wird jetzt auch. Versucht es auf jeden Fall. Jetzt über außen an Lewis Hamilton, über außen in Kurve 1, jetzt in Kurve 2 rein. Super Manöver von Lando Norris. Zum Verstappen ist hinter Russell rausgekommen. Super gemacht von Lando Norris gegen Lewis Hamilton für Platz 4. Aber man sieht an Norris schon, wie stark der Undercut ist. Also der ist an Verstappen gerade dran. Durch den frühen Stopp. Also ja, ähnlich wie in Bahrain eigentlich schon. Der Undercut wirklich, da kann man sehr, sehr viel Zeit gut machen. Tsunoda übrigens endlich an Esteban Ocon vorbei. Für Platz 13. Großer Jubel auf der Tribüne. Noch kein Punkt eingefahren, aber jetzt möchte Tsunoda den Angriff machen. Und der nächste, der an Ocon vorbeigeht, ist Lance Stroll gleich. Nämlich jetzt. Vergisst gleich, es ist jetzt. Gasly war in der Box und Hamilton gegen Perez für Platz 5. Und Perez beißt sich ein bisschen die Zähne aus an Lewis Hamilton gerade. Also der harte Reifen scheint jetzt soweit zu sein. Aber jetzt dürfte es für Perez was werden. Anfahrt auf. Ja, da hat Hamilton mitgespielt. Mitgespielt, aber schön. In Spoon 2 an Hamilton. Nee, 130 R war das. Nicht? Ah, 130 R, ja. Er ist jetzt auf 5 und Norris geht vorbei auf 3 an Lance Russell. Lance Russell? George Russell. Was hast du heute mit den Namen? Bei den Alpins vor allem. Heute bin ich der durchschnittliche Formel 1-Kommentator in Deutschland.
Es ist früh, Kevin, lass mich. Aber es ist eigentlich heute bin ich nicht so auf der Höhe. Das sei mir auch mal gestattet. Ja, die Nachbarn sind noch am Schlafen. Alles ein bisschen ruhiger heute Morgen. Ja. Ja. Gleich Tarso Marquez hier. Auf dem Weg nach Köln. So, PMH Media schreibt, schade, dass Hülkenberg seine zwischenzeitlich gute Position so ein bisschen weggegeben hat. Ja, das lag aber an ihm. Also zumindest Stand jetzt, da bin ich auf die Erklärung gespannt, ob Hülkenberg da einen technischen Defekt hatte beim Start oder einfach den Start vergeigt hat, den Restart. Ja, die Rennpace sieht echt gut aus, da wäre er voll dabei gewesen da im Kampf um die letzten Punkte. Perez jetzt gegen George Russell, gleiche Stelle wie gerade mit Lewis Hamilton. Vorbei. Perez jetzt auf 4. Ja, aber man sieht schon bei dem Mercedes, Alonso ist jetzt dann nur noch 5 Sekunden ungefähr hinter Hamilton. Das ist eigentlich dann das Duell, ja, was für Mercedes drin ist gegen Alonso, Piastri und Leclerc. Aber da merkt man schon, da geht nicht viel für Mercedes. Die werden dann jetzt gleich kommen und dann wird das gewesen auch schon sein. An Lewis Hamilton. Und der Funk, dass vorne rechts der Reifen. So, Leclerc war auch immer noch nicht an der Box. Der fährt aber tatsächlich gerade persönliche Bestzeit mit den alten Mediums. So, Tsunoda gegen Sargent für Platz 12. Sargent verteidigt sich gut. Na ganz klar, als Driver of the Day muss er sich jetzt auch gut verteidigen. Also wenn ich mal die Rundenzeiten vergleiche hier, Mercedes, Ferrari, da sieht das Reifenmanagement, also das kann ich optisch schon erkennen, dass das viel besser ist am Ferrari. Leclerc startet den Stint mit 38,2, ist jetzt bei 37,7, wird sogar schneller. Klar, verbrennt auch Sprit. Bei Hamilton, Sainz gegen Hamilton. Tiefer 38er Zeit und jetzt ist er im 39er Bereich. Und jetzt ist er 7., denn ja. Carlos Sainz hat ihn überholt. Ja, also die Strategie von Mercedes, die wird nicht funktionieren. Also die Trendpace ist einfach nicht da. Verschleiß ist zu hoch. Erzähl mir mal ein bisschen was zu Lando Norris. Der scheint ja gerade zu fliegen schon fast. Wann kann er Max Verstappen angreifen für Platz 2? Ja, gar nicht. Also Verstappen hat ja viel frischere Reifen. Jetzt kannst du ein bisschen Spannung machen. Also, Leclerc führt. Hallo. Das ist das Beste, was in Formel 1 passieren kann, dass Charles Leclerc führt. Ja. Lando Norris, der Undercut war echt stark. Er hat auch die schnellste Runde aktuell und zwar relativ deutlich. 35,7 war das. Die nächstschnellste ist eine 1,36,2 von Verstappen. Also der harte Reifen am McLaren scheint gut zu gehen. Aber Verstappen hat ja jetzt die neuen Medium-Reifen drauf. So, und Yuki Tsunoda kommt nicht an Logan Sargeant vorbei und hat jetzt hinter sich gleich einen gewissen Lance Stroll. Da ist er, der Lance, der richtige Lance. Ich denke auch bei Leclerc und Ferrari wird man so ein bisschen auf den Safety Car hoffen. Ocon an der Box, Alpine jetzt da angekommen, wo man sie erwartet hat, ganz hinten. Aber guter Stopp, 2,3 Sekunden. Heide Witzka. Ja, das ist gut, weil Alpine eigentlich, wenn man sauber so aus der Rechnung rausnimmt, ist Alpine das Team mit den langsamsten Stopps im Schnitt. Das ist doch mal eine nette Abwechslung. Wie viele Runden hat Pirelli zu den Harz gesagt, möchte A-N wissen? Oh, das müsste ich nochmal nachlesen, aber ich würde jetzt mal vermuten, so 30 Runden kannst du damit schon fahren. Okay. Weißt du, wo ich das Rennen in Suzuka mit dir am liebsten sehen wollen würde? In einer Gondel, in dem Riesenrad. So, und jetzt Max Verstappen gegen Charles Leclerc vorbei. Führungswechsel in Japan. Runde 21, Max Verstappen an Charles Leclerc vorbei. Und Carlos Sainz jetzt gleich auch wahrscheinlich an George Russell. Auf jeden Fall jetzt sehr nah dran, der Spanier. Da geht es um Platz 5 aktuell. Teamduell Ferrari, Kevin, immer noch Vorteil für Sainz jetzt gerade oder kann Leclerc Sainz heute schlagen?
Tja, also wenn jetzt nicht ein Safety Car kommt, dann glaube ich, sieht es relativ klar für Carlos Sainz aus. Bei Hamilton hat man gerade, oder Hamilton hat gerade gefunkt, ändert die Strategie. Ich glaube, er stellt einfach gleich ab. Ja, und ich habe gerade nochmal nachgelesen, was Mario Isola nach dem Qualifying gesagt hat. Der hat gesagt, auf dem harten Reifen 20 bis 22 Runden should be okay. Sainz gegen Russell. 20 bis 22 Runden sollte okay sein, ohne zu viel die Reifen zu managen. Das hat Sainz gut gemacht. Ist vorbei an George Russell. Jetzt auf Platz 5, der Spanier. Ja, aber man sieht es auch schon, also der Undercut, der war so stark von Norris. Also der Sainz ist da ja meilenweit weg. Der war ja davor kurz im DRS-Fenster eigentlich drin, im ersten Stint. Aber durch diesen Undercut hat Norris so viel Boden gut gemacht, dass der Sainz jetzt eigentlich fast raus ist im Kampf um das Podium und hier um Platz 2 zwischen Norris und Perez geht. Wallet möchte wissen, wo kommt Leclerc raus, wenn er jetzt an die Box geht? Und Chino One möchte wissen, könnte er realistischerweise heute gewinnen? Also er kommt raus, ja, in einer einsamen Lücke zwischen Piastri und Magnussen. Die Lücke ist 18 Sekunden groß. Hamilton verliert die nächste Position an Alonso. Alonso jetzt auf 7. Er würde ungefähr so, ja, 5 Sekunden hinter Piastri rauskommen. Kann er gewinnen? Nein. Also, selbst wenn er von hier jetzt hier Einstopp fährt, Verstappen, Leclerc, die kommen beide noch einmal rein, da ist Verstappen trotzdem vorne. Schade. Ah, Max. Max Rotbart, wie Kevin Scharl ausspricht, gibt mir Gänsehaut. Positive Gänsehaut. Deutsche ASMR F1. Scharl. Wir sind jetzt bei Lando Norris und Sergio Perez. Norris auf 3, Perez auf 4. Und ich denke mal, das wird jetzt nicht mehr lange dauern, dass sich diese Positionen ändern werden. Denn Perez ist groß in seinem Heck. Esteban Ocon wird angewiesen, jetzt zu pushen. Und jetzt ist Perez vorbei in der Schikane. Und Ocon funkt zurück. Ja, ich push doch schon. Wovon redest du? Gut, sagt alles über Alpine aus. Perez übrigens jetzt auf 3. In der Schikane vorbei an Norris. Wir bewegen uns also wieder auf einen Doppelsieg von Red Bull Racing hin. Ist Norris aber der beste Kandidat fürs Podium, für Platz 3 jetzt gerade? Ja, durch den frühen Stopp auf jeden Fall. Sainz jetzt 6 Sekunden dahinter. Russell kommt. Krieg nochmal frische, weiche, krieg nochmal frische, harte Reifen. Die hat man noch da gehabt. So, Sainz, letzte Runde 36,5. Norris, ja, 38,8. Da wurde er ja von Perez überholt. Ist nicht so vergleichbar. Davor war Norris im hohen 36er-Bereich. Also man kann sagen, Sainz holt so 3 Zehntel pro Runde auf. Also, oh, jetzt kommen im Mittelfeld gefühlt jeder, kommt rein. Magnus und Bottas, Sargent, Tsunoda und Stroll. Alle auf einmal. Ein kleines Rennen in der Boxenausfahrt. Tsunoda der Gewinner von der Situation. Ja, und guck mal, Bottas, der hat wieder verloren. Das muss wieder ein schlechter Stop gewesen sein, weil Bottas war ja Vorzug, oder? Ja. Aber gut, wenn Sauber stoppt, dann kannst du die Uhr danach stellen, dass es schlecht wird. Hülkenberg jetzt gerade auf 10. Und das war alles bereinigt, weil Magnussen fährt hier tatsächlich auch die Einstopp wahrscheinlich. Der war jetzt 21 Runden auf dem Medium draußen und ist jetzt dann auf den harten Reifen gewechselt. Unser Fahrer des Tages, Logan Sargent, Platz 16 aktuell. Bisschen verloren durch den Stopp. Hamilton wird an die Box geholt, deswegen kann Piastri noch die Dirty Air ein bisschen mit. Also da sieht man mal, was für ein Effekt die Dirty Air dann doch dieses Jahr hat. Ne? Auch da haben wir jetzt gerade gesehen, als Hamilton eingebogen ist, hatte Piastri so ein paar Grip-Probleme. So, ich schaue gerade mal. Wenn Hülkenberg jetzt an die Box kommt, da ist er da von dem Punkteduell nicht weit weg tatsächlich. Er ist aktuell 10., 18 Sekunden vor Tsunoda. Das Boxenstopp zählte 21,5 Sekunden. Aber, ja. So, wir sehen nochmal Bottas beim Stopp.
Irgendwas hat da geklemmt, aber ich weiß nicht. Ja, vorne links, glaube ich. Und dann Unsafe Release, war das mit Sicherheit? Ja. Mein Gott, also alle da zusammen. Also wirklich, Tsunoda der große Gewinner dieser Boxenstopp-Arie, die es da gab. Starker Stopp bei den Racing Bulls, da hat alles gepasst. Oh, Pitlane Infringement bei Lance Stroll. Notiert. Mhm. Na gut, ja, war er das, der überholt hat an der Boxenausfahrt, oder? Nee, das also war Alonso in der, nee, war Stroll in der Box, ne? Ja, ja, da müsste Stroll gewesen sein. Ja, ich hab's heute mit den Namen, scheißegal, Kevin, das weiß ich mir auch nicht mehr. Ist mir scheißegal, ist mir jetzt echt scheißegal. Und was, wie ist die Pace bei Leclerc? Das fragen hier ganz viele. Ja, schau ich mal. Also sein Rennen geht ja eigentlich gegen Piastri und Alonso. Da fährt Leclerc aktuell 38,0, Piastri 37,1, Alonso 37,4. Also da verliert er mehr als eine halbe Sekunde pro Runde. Ich denke, das ist gerade so ein bisschen das Hoffen auf ein Safety Car, wenn ich ehrlich bin. Das würde Leclerc noch so ein bisschen retten im Circle of Doom. Wenn Leclerc an die Box kommt, dann ja immer noch so ungefähr 5 Sekunden, die er dahinter Piastri rauskommt. Was man allerdings sagen muss, Leclerc fährt die Einstopp, das kann man definitiv sagen. Der wird dann auf den harten Reifen gehen und die anderen müssen ja auch nochmal rein. Also so gesehen hat er vielleicht eine Chance, dann davor zu kommen. Müssen wir mal abwarten, wie dann jetzt ja gerade auch Norris und Sainz da rankommen werden. Perez auf jeden Fall nah dran jetzt an Charles Leclerc für Platz 2. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja noch ein Safety Car. Ja, aber das Reifenmanagement bei Leclerc, das sieht wirklich top aus. Also bei den anderen, der Medium, der ist ja komplett eingegangen. Also wenn ich hier den ersten Stint von Piastri zum Beispiel sehe, der verliert da im Stintverlauf 2 Sekunden und Leclerc fährt immer noch so schnell wie zu Beginn des Stints. Er ist ja auch ein Top-Fahrer. Um das nochmal zu unterstreichen hier in diesem Livestream. Trotzdem wird er sich gleich. Ja, ist halt die Frage, ne? Sollte er jetzt. Also, wenn ich jetzt so genauer drüber nachdenke, es müssen im Prinzip ja alle nochmal rein, außer die Mercedes wahrscheinlich. Die werden durchfahren. Ja. So, ja. Norris auch? Glaubst du, Norris kann nicht durchfahren? Nee, Norris, der kam ja als Erster von allen an die Box. Der ist jetzt schon 14 Runden auf dem Harten draußen. Mhm. Jetzt sind es noch. Sind ja noch mal mehr als 25 Runden, also der muss auch noch mal rein. Der Undercut ist stark, wenn man annimmt, dass Leclerc der Erste ist, der von Leclerc neben der Strecke. Ah, im Kies auch. Ah, das war schlecht. Platz gegen Perez verloren, jetzt kommt Norris von hinten. Ich wollte gerade sagen, wenn er als Erstes kommt, vielleicht hält er sogar Norris dann mit dem, wenn er halt mit dem früheren Stopp dann hinter sich, aber ich glaube, Leclerc muss jetzt in die Box kommen. Sorry, Charles, hab dich gejinxt. Weil sonst ist der Platz gegen Norris auf jeden Fall futsch. An der gleichen Stelle wie Perez vorhin. In AstroTurf gekommen, da noch ein bisschen ins Kies. Norris hat. Okay, man funkt bei Norris wie auch Boxing des Lab, also das glaube ich nicht. Oder das ist halt, man will wahrscheinlich Leclerc jetzt in die Box treiben. Also sicher ist, wenn Leclerc jetzt in die Box kommt, was ich irgendwie schon vermute, jetzt fast, dann wird Norris nicht kommen. So, wir sind. Gleich wissen wir mehr, ob. Charles Leclerc kommt. Die kommen wirklich beide in die Box. Beide kommen. Nee. Also das halte ich für einen strategischen Fehler von McLaren. Verbremst sich jetzt auch noch Leclerc beim Reinfahren ein bisschen. Duell an der Boxengasse. Norris gegen Leclerc. Wer gewinnt das? Und das gewinnt Leclerc. Knapp. Also das verstehe ich nicht, weil jetzt haben die genau gleich alte Reifen. Wie soll Lando Norris Leclerc jetzt überholen? Wow, okay. Und Leclerc kommt noch vor George Russell raus, der jetzt auch noch zwischen Leclerc und Norris ist. Leclerc auf 6, Russell auf 7, Norris auf 8. Also, ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier weitergeht, aber für mich sieht das jetzt schon nach einem Strategiefehler von McLaren aus.
muss ich ganz ehrlich sagen. Aber können wir auf jeden Fall dann morgen besprechen. Im Strategievideo, da der Hinweis schon mal, wenn ihr Fragen habt zu Daten und zur Strategie des Wochenendes in Japan, dann Fragen in den Kommentaren dann, jetzt nicht in den Live-Chat, sondern dann in den Kommentaren, wenn das unter die Watch-Party hier, dann werden wir das dann mit behandeln morgen. Jetzt haben wir nochmal den kleinen Ausritt von Charles Leclerc. Ich glaube, da war der Reifen einfach durch. Keinen Grip beim Einlenken gehabt. Kleiner Fehler, aber eine gar nicht so große Wirkung, denn beim Boxenstopp hat er dann den Platz gegen Lando Norris verteidigen können. Aktuell Leclerc auf 6, Russell auf 7 und Norris auf 8. Bei McLaren vielleicht ein taktischer Fehler. Norris, also normalerweise sagt man ja bei solchen Sachen Box Opposite. Das heißt, wenn der davor reinkommt, dann bleibst du da draußen und wenn er nicht reinkommt, dann fährst du halt rein. Aber man hat ihn am Funk klar gesagt, we are boxing this lap. Und das hat sich dann Norris zu Herzen genommen und ist dann in die Box gefahren. Aber ich verstehe es nicht. Aber das hat, Ferrari ist da jetzt im brutalen Vorteil, weil man hat jetzt mit beiden Strategien, einen mit dem frühen Stopp, jetzt Leclerc, und einen dann wahrscheinlich mit dem Overcut Sainz, kann man vielleicht Norris dann sogar mit beiden schlagen. Das wäre natürlich nach dem doch sehr guten Wochenende und auch sehr gutem Rennen von Lando Norris natürlich bitter für McLaren und für Lando Norris selbst, wenn das passieren würde, der jetzt gerade an George Russell vorbeigefahren ist für Platz 7. Runde 28 von 53 haben wir aktuell laufen. Max Verstappen führt vor Sergio Perez, 10,4 Sekunden, 5,2 Sekunden dahinter Sainz auf 3, 7,2 Sekunden dahinter Alonso auf 4, 3,9 Sekunden dahinter Piastri auf 5, 7,3 Sekunden dahinter Leclerc auf 6, 1,6 Sekunden dahinter Norris auf 7, 1,1 Sekunden dahinter Russell auf 8, 4 Sekunden dahinter Hamilton auf 9, 17 Sekunden dahinter Hülkenberg auf 10, 9 Sekunden dahinter Tsunoda auf 11, 0,6 Sekunden dahinter Stroll auf 12, 2 Sekunden dahinter Magnussen auf 13, 0,3 Sekunden dahinter Bottas auf 14, 4,2 Sekunden dahinter Sargent auf 15, Ocon 2,5 Sekunden hinter Sargent auf 16 und Gasly 5,3 Sekunden dahinter auf Platz 17 und damit aktuell letzter. Ja, bei Hülkenberg sieht es mittlerweile nicht mehr so gut aus. Der Rückstand von Tsunoda hat sich halbiert von 18 jetzt auf 9 Sekunden. Also ja, Punkte, da sieht es ganz schlecht aus. In der Hochrechnung würde er zwischen den beiden Alpins rauskommen auf dem vorletzten Platz. Lance Stroll auf der Hatz nach Yuki Tsunoda. Ich meine, eigentlich muss es ja Lance Stroll in die Punkte schaffen mit dem Auto. Oder? Also. Ja. Also wirklich. Wenn das nicht passiert, dann muss sich Lance Stroll auch der Kritik echt stellen. Ja, man sieht es ja auch. Also die erste Hälfte, wenn wir das sehen, Der letzte ist der Lewis Hamilton und der erste im Mittelfeld, der auch schon zweimal in der Box war, das war Yuki Tsunoda, der ist 30 Sekunden dahinter. Also das ist dann das Mittelfeld dahinter und normalerweise müsste Stroll mit dem Auto im ersten Feld mitfahren. Eben. So, schauen wir die Rundenzeiten an. Leclerc fährt gerade eine Sekunde schneller als Carlos Sainz. Bei Sainz, der würde nach dem Stopp hinter Norris rauskommen. Und aktuell auch hinter George Russell. Ja, mit Sainz wird man definitiv den Overcut probieren gegen Norris, aber man hat ja schon im ersten Stint gesehen, der Undercut, der ist echt mächtig und der Reifenverschleiß, zumindest am Ferrari, war eigentlich echt gut. Also wenn du mich jetzt nochmal fragst, wer das Ferrari-Team-Duell gewinnt, da würde ich jetzt eher auf Charles Leclerc setzen. Und der würde dann auf dem Podium landen, oder? Ja. Nice. Ja, nun. Aber da werden die ganzen Leclerc-Hater auch noch einen Weg finden, das klein zu reden dann. Das ist schon okay. So, kommen wir zum nächsten Duell hier. Valtteri Bottas gegen Kevin Magnussen. Bottas, der jetzt alles versucht, da diese kleine Boxenschmach auszuwetzen. Da wird man ja wohl in China endlich mal geupdatetes Material bringen bei Sauber.
Ja, man hat da ja auf jeden Fall jetzt einen Punkt schon wieder weggeschmissen. Oh, schau mal, es gibt jetzt Westen bei Sauber. Das ist Andreas Seidel. Grüße gehen raus. Bottas lag ja bereinigt auf Rang 10, ist jetzt durch den schwachen Stopp zurückgefallen. Der erste Stopp war ja auch schon relativ langsam mit 4 Sekunden. Und auch in Australien hat man ja auch mit einem schwachen Stopp da zumindest bei Bottas eine große Chance vergeben. So, Leclerc fragt am Funk, wer muss nochmal in die Box vor mir? Und da sagt man eben, alle müssen nochmal rein. Das wäre natürlich geil, wenn jetzt einfach vollkommen upset-mäßig das Ding auch noch gewinnt. Aber naja, gut, das wird nicht passieren. Ja. 31 Runden sind gefahren in Japan. Verstappen, das Perez. Ist vielleicht Perez. Also, der hätte eigentlich auch schon mal in die Box kommen können, weil der ist. Der bräuchte schon gerade einen guten Stopp, dass er vor Leclerc rauskommt. Dann wird er wieder geundercuttet, wie schon beim ersten Stopp. Also strategisch hat man bei Ferrari einiges richtig gemacht heute, wa? Ja, aber der Schlüssel, das kann ich dir jetzt schon sagen, ist das Reifenmanagement. Weil im letzten Jahr hätte man diese Strategie nie im Leben fahren können. Oder schon, aber dann hätte sie halt nicht funktioniert. Woran liegt das eigentlich deiner Meinung nach, dass man das bei Ferrari so in den Griff bekommen hat? Ich denke, es liegt einfach daran, der Ferrari ist viel berechenbarer als im Vorjahr und dadurch können die Fahrer einfach viel sanfter mit dem Auto umgehen und auch mit den Reifen. So Piastri verbremst sich und kürzt die Schikane ab. Der Ferrari war ja sehr anfällig, gerade in schnellen Kurven. Das rutscht immer so, auch windanfällig, und das belastet dann natürlich die Reifen, wenn du immer so rumrutschst. Und das ist einfach in diesem Jahr nicht mehr so. Er ist halt viel stabiler, der Ferrari. Und da kannst du halt viel sauberer fahren damit. Und das ist natürlich gut für die Reifen. Christoph Wachenhausen möchte wissen, ob Leclerc auch noch an die Box muss. Nö, also ich denke, der fährt durch. Okay. Ja, dann vielleicht doch noch Podium für Charles Leclerc, der an diesem Wochenende mit einem besonderen Helm fährt, um das auch nochmal zu erzählen. Ein Tribut an Jules Bianchi, der vor 10 Jahren, und ja, es ist schon 10 Jahre her, in Suzuka diesen schlimmen Unfall hatte, dem in Folge sein Leben gekostet hat. Bianchi, der Patenonkel und einer der wichtigsten Freunde von Charles Leclerc, der auch nochmal gesagt hat, wie wichtig Bianchi für seine Formel-1-Karriere überhaupt war, weil er ihm wirklich elementar geholfen hat, da reinzukommen. Eine der großen What-If-Stories, was wäre gewesen, wenn das jetzt Jules Bianchi gewesen wäre. Aber so führt Charles Leclerc wie kein anderer das Erbe von Jules Bianchi auch weiter. Und hofft natürlich mit diesem besonderen Helm auch ein besonderes Ergebnis zu erzielen. Nicht nur für Jules Bianchi, nicht nur in Suzuka, sondern natürlich auch im Duell gegen seinen Teamkollegen Carlos Sainz. Also mittlerweile ist Perez definitiv geundercuttet von Leclerc. Also Perez wird hinter Leclerc nach dem Stopp rauskommen. Da verstehe ich eigentlich auch nicht, warum man sich da zweimal undercutten lässt, ohne Not. Hofft man da einfach darauf, dass die generelle Performance des Autos schon dafür reichen wird, das irgendwie auf der Strecke wieder zu regeln, oder was? Ja, das so wird das auch kommen. Ich meine, hat ja dann im zweiten Stint auch geklappt. Aber ich verstehe nicht, wo man sich da so einem Risiko aussetzt. Weil Sergio Perez ist ja jetzt auch nicht der Meisterüberholer. Also wenn es Verstappen wäre, dann wäre es natürlich egal, weil der überholt alle. Aber mit Perez das Risiko einzugehen, ist es natürlich so. Was? Sascha fragt, ob der Medium einbricht. Ich meine natürlich, die Stops waren jetzt schon relativ früh von Leclerc und Norris, aber Perez hat ja noch den harten Reifen in der Hinterhand. Also der würde dann ja schon auch reichen. Ist das Frage von AN? Soll Hülkenberg, Tsunoda und Stroll einbremsen? Für Magnussen. Ja, habe ich auch schon überlegt, aber ich wüsste nicht, was es bringen würde, weil die haben dann muss ja Magnussen trotzdem erstmal vorbei. Jetzt Tsunoda, der bereitet sich Hülkenberg vor.
dann bildest du ja einen DRS-Zug. Ich meine, Magnussen ist jetzt 4 Sekunden weg, vielleicht aufhalten, damit Magnussen wieder ranfahren kann. Pass auf, Junge. Und Investigation gegen Stroll wegen Pitlane Infringement. Und Tsunoda geht vorbei. Außenrum. Schön. Es ist meine Güte. Mann, der Junge ist aber auch heiß wie Frittenfett. Das Sushi wird kalt serviert, aber er ist heiß wie Frittenfett. Das ist einfach so. Der Junge ist einfach drauf aktuell. Freue mich für ihn. So, Perez ist jetzt an der Box. Und auch Alonso kommt. Ein kleiner taktischer Fehler bei Red Bull vielleicht, der nochmal harte Reifen bekommt, Perez. Und jetzt Alonso. Na, Leclerc ist auf jeden Fall vorbei. Nochmal harte Reifen. Norris auch, also ich verstehe es nicht, muss ich sagen, warum man das macht, aber naja. Das sind halt ein paar Strategien, die ich nicht verstehe. Also vor allem die von McLaren mit Lando Norris, also das war, finde ich, ein grober Fehler. Und wir sehen eine Wiederholung. Bottas gegen Magnussen. Weaving will Bottas reported haben. Ja, kann man so sehen. Ich habe das Gefühl, dass Weaving nicht mehr so streng bewertet wird. Übrigens, no further action gegen Lance Stroll wegen Pitlane Infringement. Jetzt kommt Max Verstappen an die Box. Noch Hülkenberg ist drin. Und Ocon ist auch nochmal drin. Boxenstopp-Training für Alpine heute nochmal. 3,3 Sekunden bei Hülki. So wie du es gesagt hast, der kommt dann eher im hinteren Bereich wieder raus. Verstappen ist drin. Kriegt nochmal harte Reifen. Also die Alpine-Pace, die ist wirklich brutal schlecht. Also es ist Wahnsinn. Die sind sowas von abgeschlagen letzter. 2,0 Sekunden Stopp bei Verstappen. So, Perez jetzt an Norris. Ja, zieht vorbei. Perez jetzt auf 4. Norris auf 5. Leclerc aktuell Dritter. Verstappen Zweiter. Und Sainz, der noch an die Box muss, der ist Erster aktuell. Na, jetzt wird er auf den Safety Car hoffen. Ja. Ricky, we need a Safety Car. Ricky, I'm a smooth operator. Können wir die Abstände einmal durchsagen? Natürlich, lieber Max, das machen wir sehr gerne. Bringt uns jetzt zwar nicht so viel, weil, wie gesagt, Sainz noch an die Box muss. Aber machen wir gleich mal. Obwohl, machen wir vielleicht besser, wenn Sainz an der Box war. Ja, Sainz würde hochgerechnet zwischen Hamilton und Russell rauskommen. Also wäre dann Sechster. Also ja. Mit Norris. Okay, er funkt jetzt, lass uns jetzt schon früh an die Box fahren. Ich verliere ja nur Zeit und ehrlicherweise stimme ich ihm dazu. Das Maximalergebnis dann für Sainz? Ja, das ist dann der fünfte Platz da wahrscheinlich. Oh, da hat es geraucht, da hat sich irgendeiner verbremst. Ah, wahrscheinlich hat sich einer hat sich da verbremst. Sargent war in der Box, der Fahrer des Tages übrigens. Gleich könnt ihr abstimmen für ihn. Das sind besondere Momente. Die müssen wir gehen. Ich glaube, man kann da jetzt schon abstimmen, oder? Weiß ich nicht, ist mir egal. Hauptsache für Logan Sargent. So. Aber Sergio Perez, der an Charles Leclerc vorbeigeht. Genau das, was du auch gesagt hast. Zwar eine komische Strategie von Red Bull, aber eine, die sich natürlich dahingehend auszahlt, dass der Red Bull das stärkste Auto im Feld ist. Und jetzt gilt es für Charles Leclerc, mit den Reifen hauszuhalten und dann ist das Podium drin für den Monegassen, während wir eine Wiederholung von Carlos Sainz sehen. Der hat sich verbremst. Aha, sehe ich doch, habe ich doch nicht falsch gesehen. Ich sehe heute viel falsch, also das habe ich nicht falsch gesehen. Was vielleicht sein kann bei Perez, nee, das kann er ja auch nicht sein, dass da irgendein Safety-Car-Risiko gibt, dass er eine Position gegen Sainz verloren, aber irgendwie, da müsste ich mir nochmal angucken, aber ja, man wusste, dass das Auto schnell genug ist, um vorbeizukommen, aber ja, man hätte auch einfach früher reinkommen können, dann hätte man gar nicht überholen müssen. Und jetzt kommt Carlos Sainz an die Box, nachdem er sich gerade verbremst hat in der Schikane.
Und sobald er durch ist, machen wir dann mal, lieber Max, habe ich nicht vergessen, die Abstände für euch einmal durch. Weil dann haben wir Boxenstopp-Bereinigte. Und Yuki Tsunoda pirscht sich wirklich ran, Punkte zu holen, weil Lance Stroll kommt nicht näher ran an die Punkte. Das, was wir auch getippt haben vor dem Rennen, Kevin, dass Yuki Tsunoda der sein könnte, der, wenn ein Top-5-Team es nicht schafft, dann da ist. Und jetzt Sainz an der Box. Hoffen wir natürlich, dass alles gut geht hier. Für ihn. Müssen Mechaniker eigentlich nicht feuerfeste Unterwäsche tragen und Socken? Weil der eine hat ja kurze Socken an hier. Naja, egal. Harte Reifen für Sainz, der hinter Russell und hinter Hamilton rauskommt. Auf Platz 7. Max Verstappen führt. 37 Runden sind gefahren. 7,6 Sekunden vor Sergio Perez. 2,1 Sekunden dahinter Charles Leclerc auf 3. 1,8 Sekunden dahinter Norris auf 4. 3,8 Sekunden dahinter Russell auf 5. 3,2 Sekunden dahinter Hamilton auf 6. Sainz jetzt 1,8 Sekunden dahinter auf 7. Alonso 5,5 Sekunden dahinter auf 8. Piastri eine halbe Sekunde dahinter auf 9 und Tsunoda 29 Sekunden dahinter auf 10. Dann Magnussen 6,1 Sekunden dahinter auf 11. Bottas 0,7 Sekunden dahinter auf 12. Stroll 11 Sekunden dahinter auf 13. Hülkenberg 3,6 Sekunden dahinter auf 14. Sargent, der Fahrer des Tages, 4,3 Sekunden dahinter auf 15. Ocon auf 16, 9,3 Sekunden dahinter und 8,9 Sekunden hinter Ocon, Pierre Gasly. Joe ausgeschieden mit Getriebeschaden und der Unfall von Ricciardo und Albon in der ersten Runde hat die beiden aus dem Rennen geworfen. Also ich glaube, zwei Themen für das Strategievideo. Oh, Sainz an Hamilton. Hat dann nicht gereicht vor das Boden. Zwei Themen haben wir auf jeden Fall schon. Die Norris-Strategie und diese brutal schwache Alpine-Pace. Das können wir vielleicht mal nutzen, um generell so auf die Alpine-Pace dieses Jahr zu schauen. Ja. Und jetzt hier dieses schwache Rennen als Anlass. Das wird ein super Video für unseren Freund Ben Liebig. Und eigentlich ist Suzuka noch eine Strecke, die Alpine liegt. Weil viel Traktion ist hier nicht. Also ich glaube, das ist eher schlimmer, als besser wird in den nächsten Rennen. Der Russell Schorsch an der Box und Sainz vorbei an Hamilton auf 5. Okay, Russell fährt, dann wird es doch keiner Einstopp bei Mercedes. Ich wollte gerade hier den nochmal... Ich wollte gerade nochmal schauen, wie das aussieht, Piastri und Alonso, weil die ja hinter den beiden Mercedes lagen. Die sind aber aktuell mehr als eine Sekunde pro Runde schneller, also Hamilton zwar gerade noch Sechster, aber da dürfte es ganz schnell nach hinten gehen. Frage von AN. Im heißen Rennen tragen die Mechaniker doch auch kurze Hosen. Nein, im Rennen müssen sie Overalls tragen. Bei Trainingseinheiten sieht man das manchmal, dass sie kurze Hosen tragen. Aber normalerweise sind Overalls im Rennen vorgeschrieben. Piastri. Gegen Alonso für Platz 7. Wir sehen die Wiederholung von Lando Norris, Verbremser vielleicht. Auch. Fast das Auto verloren. Da diese Stelle, wo auch Perez und Leclerc waren, mit dem Unterboden aufgesetzt auf dem Curb. Und dann kurz ein bisschen auf der Schiene gewesen, wie bei euch bei der Carrera-Bahn früher. Hattest du denn eine früher? Ja, natürlich. Ich hatte auch eine mit dem Renault von Alonso und dem Ferrari von Schumacher. Ich glaube, die hatte ich auch. Dem schönen blau-gelben Renault. Ne? Ja. Das Auto, was purer Sex ist. Ich hatte eine davon und ich hatte auch eine DTM-Carrera-Bahn oder irgend so Porsche DTM-Kram. Ja. Hamilton, der vorhin noch sagte, sollen wir die Strategie ändern, fragt jetzt, können wir die verlängern oder machen wir jetzt hier? Ach, Hamilton. Ja, es geht da eigentlich nur ums teaminterne Duell gerade. Wenn Hamilton durchfährt, könnte Russell vielleicht schlagen. Ja, also gegen Alonso und Piastri wird er keine Chance haben. Da lehne ich mich mal aus dem Fenster. Okay, man prognostiziert jetzt hier bei der Formel 1, dass Carlos Sainz in 3 Runden Lando Norris eingeholt hat. Also das halte ich für ziemlich sportlich. Ich schaue mir mal die Rundenzeiten an. Da
Ja gut, das ist basierend auf der ersten Runde von Sainz mit den neuen Reifen. Das war eine 33,9. Das war 2 Sekunden schneller als Norris, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass er die Pace halten wird. Die nächste war eine 34,4, da hat er jetzt 1,3 Sekunden aufgeholt auf Norris, aber vielleicht, ich meine, seine Reifen sind 10 Runden frischer, da könnte vielleicht noch was drin sein für Sainz in Richtung Norris. Da bin ich dann auch mal gespannt, falls er den überholen sollte, dann guckt er danach Leclerc, was man dann macht bei Ferrari, und Hamilton kommt in die Box. Ja, Hamilton bekommt nicht seine Idee, dass man mal den Stint verlängert, sondern planmäßig an die Box geholt worden. Ist jetzt drin, kriegt auch nochmal gebrauchte Mediums. Oh. Ich finde es auch gut, die... Da war nicht gut, war kein guter Stopp. 3,3 Sekunden vorne hat's nicht ganz geklappt. Die Race-Control-Nachrichten gerade auch nur noch. Blue Flag Gasly, Blue Flag Gasly, Blue Flag Ocon, Blue Flag Gasly, Blue Flag Gasly. Die bekommen die passenden Flaggen zu ihrem Auto. Ja. Ne, schon unangenehm anzusehen, was bei Alpine passiert, aber dazu dann morgen mehr in unserem Strategievideo. Nochmal der Hinweis für euch, wenn ihr Fragen habt für das Video, dann gerne in die Kommentare schreiben. Nicht in den Live-Chat jetzt bitte, sondern in die Kommentare unter das Video. Oh, Vote Driver of the Day. In 12 Runden ist Schluss. Votet jetzt. Ich mache das jetzt auch. F1.com/vote. So, und der Fahrer des Tages, das kann nur einer sein, und das ist Logan Sargeant. Also ich bitte euch alle, tut uns den Gefallen und Logan wird den Gefallen. Logan Sargeant, Fahrer des Tages, vote. Yes, I'm sure I want to vote for this driver, of course. So, seht zu, lasst uns gemeinsam Großes erreichen. Schon mal geschafft hier. Wen haben wir denn da zum Fahrer des Tages gemacht? Das liegt natürlich nur an uns, weil wir so viele sind. Aha, Science funkt. Ja, Sainz fragt, was hier los ist, gegen wen er fährt, und man sagt ihm, du fährst gegen das Podium oder fürs Podium. So, Piastri ist jetzt im DRS-Fenster von Fernando Alonso, 6 Zehntel, da geht es um Platz 6. Kevin, was glaubst du denn, macht Ferrari, wenn das denn jetzt gleich noch dazu kommt, dass Leclerc und Sainz da gegeneinander fahren sollen ums Podium? Naja, es kommt drauf an, wie gut, also ja, was jetzt mit Norris erstmal passiert. Wenn er ihn schnell überholt, dann glaube ich, kann der Leclerc ohnehin nicht viel machen. Wenn er jetzt schon ewig braucht zu überholen, fährt er sich vielleicht die Reifen kaputt, dann ist der Reifenvorteil gegenüber Leclerc nicht mehr so groß, dann wird es spannend. An sich, Leclerc wurde durch die Strategie begünstigt, aber er hat auch einfach was anderes probiert. Also da ein Teamorder zu machen, finde ich irgendwie auch unfair. Aber er muss ja erstmal an Norris vorbei. Ja, es ist klar, dass Hamilton funkt, ein bisschen Zeit verloren nach vorne. Der Boxenstopp natürlich nicht lief. Vorne rechts hat es geklemmt bei Hamilton. Das ist jetzt nochmal spannend. Wer kommt aufs Podium mit den beiden Red Bulls, Max Verstappen und Sergio Perez? Wird es Charles Leclerc sein oder wird es Carlos Sainz sein? Und es wird vermutlich nicht Lando Norris sein, außer die beiden kommen sich noch ins Gehege. Oder aber vielleicht doch, wer weiß es schon. Oh, wir haben eine gelbe Flagge im Sektor 2. Eine gelbe Flagge in Sektor 2 und es steht Logan Sargeant. Nee, komm Junge. Ach Junge. Ja, der ist im Kies abgeflogen. Das ist die Kurve, wo alle... Ah, er fährt rückwärts auf die Strecke zurück. Das ist der Move eines Fahrers des Tages, den man sich einfach nicht... Also bei Williams, da läuft... Wie der Williams jetzt aussieht, das ist ja total dreckig jetzt einfach. Ach Mann. Votet ihn trotzdem.
Alleine für den Move jetzt da rückwärts rauszufahren. Schauen wir uns die Wiederholung an. Kommt auf den Curb. Verliert das Auto. Ah, verbremst dich. Verbremst dich. Ah. Hui. Dieselbe Stelle wie Leclerc übrigens. Und Perez. Und Norris. Und Norris. Also nur die Guten. Die schaffen es da, sich zu verbremsen. Ah. Egal. Voting is still open, Freunde. Nein, aber realistisch gesehen ist für mich Charles Leclerc der Fahrer des Tages. Tatsächlich, weil das Reifenmanagement von ihm war schon sehr, sehr gut im ersten Stint. Das hat er schon extrem gut gemacht. Wenn es ihm ein Podium sichert, das ist natürlich jetzt die Frage. 10 Runden haben wir noch. Sargent an der Box. Holt sich nochmal einen Satz frischer, weicher Reifen. Zumindest die Alpine noch überholen. Das wär's ja. Ja, deren Pace ist wirklich beeindruckend. Also Ocon 23 Sekunden hinter Hülkenberg. Und wenn ich mir die Rennpace ansehe, also Wahnsinn. Also die Rennpace von Guanyu Zhou ist immer noch schneller, obwohl der schon seit 30 Runden draußen ist. Normalerweise wird man ja gegen Ende des Rennens schneller mit weniger Sprit, aber naja. Zehn Runden noch in Japan. Max Verstappen führt vor Sergio Perez, Charles Leclerc auf 3, Lando Norris auf 4, Carlos Sainz auf 5. Sainz muss jetzt schnell vorbei an Lando Norris, damit er noch im Rennendspurt das Duell gegen seinen Teamkollegen um das Podium bekommt. Welcher Ferrari landet auf dem Podium? Das wird reichen jetzt schon. Leclerc oder Sainz sein, und Sainz saugt sich ran mit DRS und vor Kurve 1 geht er innen vorbei. Und jetzt haben wir ein Race for the Podium zwischen Charles Leclerc und Carlos Sainz. Da dürfen wir gespannt sein, wer sich dieses Podium sichern kann. Gibt es eine Teamorder? Gibt es keine Teamorder? Kommen sie sich ins Gehege? Kommen sie sich nicht ins Gehege? Wer hat die schnellere Pace? Wer hat das schnellere Auto? Wer sichert sich den dritten Platz in Japan? Leclerc oder Sainz? 3 und 4. Norris auf 5. Alonso ist 6. Wir sehen eine Wiederholung von Lando Norris, der sich das vielleicht selbst eingebrockt hat, dass Sainz jetzt doch schneller rankam. Verbremser vorne links, Bremsplatten geholt. Und dann war Sainz quasi schon da. Und das Überholmanöver nur noch Formsache. Piastri ist 7., Russell 8., Hamilton 9. und Tsunoda ist 10. Aktuell noch in den Punkten, der Japaner. Und Sainz wird angefunkt, one more to go for the podium. Und wie das aussieht, wird er das auch schaffen. Ja, sieht jetzt schon sehr gut aus für ihn. Die Pace ist wirklich sehr stark. Er ist jetzt immer noch im 34er Bereich, 34,3. Leclerc fährt 35,6. Das dürfte ziemlich klar für Sainz ausgehen. Außer natürlich macht ein Fehler irgendwie beim Überholmanöver. Driver of the Day Voting ist in 7 Runden vorbei. Also ihr könnt noch für Logan Sargent abstimmen. Ah, aber ist nicht in den Top 3 leider. Leclerc, Tsunoda, Norris. Ja, Leclerc finde ich schon okay. Kann man so machen. Tsunoda auch sehr stark. Und jetzt haben wir noch 8 Runden. 8 Runden, in denen Charles Leclerc sich irgendwie gegen Carlos Sainz verteidigen muss, aber Sainz ist jetzt schon im DRS-Fenster. Also ich denke, die Messe wird schnell gelesen sein. Und Sainz fliegt auch gerade. Also das ist wirklich, jetzt ist er da, der Smooth Operator. Und Lennon Norris hofft, dass sie sich gegenseitig rausdübeln. Das wäre es natürlich noch, ne? Wenn sie sich jetzt irgendwie gegenseitig rauskacheln und dann dieses Thema nochmal aufflammt. Bei Haas würde man sich freuen. Wird es nämlich auch da wieder Punkte geben. Und auch bei Sauber würde man nicht Nein sagen. Obwohl Stroll hat die weichen Reifen, also der wird wahrscheinlich Bottas noch kriegen gleich. Ist auch nah dran jetzt, 0,4 Sekunden hinter Bottas auf 13, aber
ist jetzt gerade relativ uninteressant, denn Carlos Sainz wird jetzt gleich auf der Start-Ziel-Geraden das Manöver setzen können gegen Charles Leclerc, hat DRS schon offen und Leclerc wird sich wie wehren? Ein Spurwechsel und dann jetzt über außen Carlos Sainz vorbei an Charles Leclerc, eindeutig, resolut und klar. Carlos Sainz auf 3 und fährt jetzt schon ordentlich weg von Charles Leclerc. Leclerc jetzt schon wieder aus dem DRS-Fenster raus. Und damit dürfte es klar sein, dass sich Carlos Sainz sein 21. Podium sichern wird in der Formel 1. Charles Leclerc erneut schlägt. Und Leclerc, der sich das vielleicht auch ein bisschen, vielleicht nicht nur ein bisschen, sondern deutlich durch die Qualifikation gestern eingebrockt hat, nicht aufs Podium schafft, aber trotzdem anständiges Ergebnis am Ende. Platz 4, wenn es denn reicht. Stroll außenrum in den S an Bottas vorbei. Er kann schon am Rädchen drehen, der Lance. Ja. Ich habe jetzt gerade mal in der hochgerechneten Teamwertung. Mercedes hat erst 32 Punkte. Meine Güte. Ferrari wäre bei 120. Okay, der Vienna Dude schreibt, dass man Charles Anweisungen gegeben hat, mit Sainz keine Zeit zu verlieren. Ja, da gab es einen Funk, den habe ich auch nicht ganz verstanden, weil man hat aber auf jeden Fall gesagt, dass man ein Rennen, also das Rennen gegen Norris fährt, so Stroll jetzt wieder in den S ist vorbei, diesmal in Magnussen. Und jetzt wackelt zu Noda. Naja, 8 Sekunden, also das ist schon noch. Mal schauen, wie die Rundenzeiten sind. Gut, aber der Aston Martin. Also, ja, also Stroll ist gut, aktuell ist er ja auch ein bisschen im Verkehr, aber das sind 8 Zehntel pro Runde im Schnitt gerade, also das reicht nicht. Ja, die Bauchbinde ist falsch. Das ist halt so über Gerd Müller. Die ist einfach falsch. Das ist unser Wunsch, dass Oliver Berman in der Formel 1 fährt. So, nochmal die Überholmanöver von Stroll gegen Magnussen. Schön gemacht von Lance Stroll, kann ich anders sagen. Vorbereitet, exekutiert, überholt. Nein, Lance Stroll ist nicht Driver of the Day, Max Rothbart. Das ist nur Logan. Mike Krack guckt da schon. Also ich bin mal gespannt, was er für eine Ausrede findet, warum Stroll so eine schwache Rennpace hat. Es gibt ja immer irgendwas. Ja, aber auch da, ne? Wenn sich Stroll gestern nicht in Q1 schon verabschiedet und eine bessere Startposition hat, dann fährt er ja auch deutlich in die Punkte mit dem Auto. Dann reden wir nicht darüber, dass er sich jetzt irgendwie noch an Tsunoda ranrobben muss. Ja, stimmt schon, aber ich meine, das ist jetzt fast eine Minute Rückstand auf Alonso. Ja, richtig, Noah. Olli Berman ist in unserem Herzen immer dabei. So, Russell ist mittlerweile auch im DRS-Fenster bei Piastri und Alonso. Da hat sich der zweite Stopp da noch gelohnt. Also Piastri hängt ja schon seit Ewigkeiten jetzt im DRS fest, aber der McLaren hat einfach keinen Topspeed. Also Stroll schnauzt am Funk rum. Es ist unglaublich, wie schlecht der Speed auf den Geraden ist. Ja, die Aston Martin, die sind da eher weiter unten. Ja, da hast du dann die Ausrede. Da sagt dann Mike Krack, ja, natürlich, wir haben nicht die Pace auf der Geraden. Und der Lams, der hat einen super Job gemacht. Der Lance. Es ist schwer, wenn der Lance besser startet, wenn der Lance weiter vorne startet, dann hier in Platz 6 fährt er mit. Ja. Das ist ganz klar. Ach ja. So.
Ein paar Runden haben wir noch. Man merkt, was Schlafmangel mit uns macht. Ja, wenn Stroll sich aufregt, dann kriegt er immer so einen kleinen Bruch in die Stimme. Ey. Das ist so geil. Voice Crack des Todes bei ihm. So denn, George Russell. Ja, Chino, wie kann es sein, dass Alonso so weit vorne ist? Der Fernando, der ist auf einem anderen Level. Also wenn Mike Krack mal krank sein sollte, dann weiß er es. Warte mal, wo sie jetzt anrufen müssen. Guck mal, Nico Hülkenberg an Kevin Magnussen vorbei. Ach Gott, ey. Wie ist das denn passiert, dass Hülkenberg an Magnussen vorbeifahren konnte? Naja, gut, sei es drum. Gute Frage. Ja, Hülkenberg war ja jetzt später an der Box. Naja, okay. Ja, Magnussen hat 26 Runden alte Harte, Hülkenberg 15 Runden alte. Ja. Drücken wir uns alle mal wieder, nur 3 Runden. Müssen wir noch durchhalten hier. Dann freuen wir uns auf das nächste Mal Krack-Interview. Verstappen vor Perez. 11 Sekunden übrigens nur von Perez zu Verstappen. Das ist auch, kann man auch mal festhalten. Sainz auf 3, Leclerc auf 4, Norris auf 5, Alonso auf 6, Piastri auf 7, Russell auf 8, Hamilton 9, Tsunoda 10. Das sind die Punkte, Platzierung und Russell geht in die Sperre rein. Sorry. Also, ja, Piastri musste abkürzen, Piastri ist vorne geblieben, aber jetzt gibt es DRS. Und ja, aber da, also wo soll er hin? Da muss er den Crash. Das ist typisch Russell. Russell nimmt Kollisionen in Kauf. In Duellen. Wo soll Piastri hin? Ja, also ich finde auch, da kann er vorne bleiben eigentlich. Ja, finde ich auch. Und Russell wird jetzt gleich einmal. Nee. Jetzt kommt da eine Russell-Imitation. Ja, also für mich, also wo soll Piastri hin? Ich weiß es nicht. Ich meine, Russell macht den Versuch, klar, aber ja, wenn Russell auf der Linie bleibt, dann knallt's. Also dann haben wir den Unfall. Ich finde den Versuch mutig von Russell, aber nee. Ja, also Piastri, nee, also ja, wie du sagst, wenn er auf der Strecke geblieben wäre, dann hätte er den Unterboden da weggefegt. Ja. So, also ich finde es gut, dass er es probiert, ja, Russell, aber noted, forcing another driver off track. Das ist für mich, ist das gerade passiert. Von George Russell. Also so, die Alpinen werden jetzt schon von Alonso überrundet. Muss ich mir eigentlich noch eine Bruno Fama-Imitation überlegen? Stimmt. Also ich bin voll bei Piastri. Also für mich war das auch forcing another driver off track. Das sind dann 5 Sekunden und dann kriegt Lewis Hamilton noch einen Platz gratis. Das ist das Russell-Phänomen tatsächlich. Ich glaube, der hat ein Brechstangenproblem manchmal in Duellen. Das ist sehr hartes Racing, das kann man nicht anders sagen, aber es ist auch sehr nachlässiges Racing in manchen Situationen. Ja, ich finde, das ist sehr vergleichbar mit Leclerc irgendwie. Also, wenn das Auto nicht so da ist, dann versucht er halt mit Biegen und Brechen das halt irgendwie trotzdem hinzubiegen, halt einfach. Ja. Und mehr rauszuholen, als drin ist. Und das geht halt dann oft in die Hose. Aktuell übrigens noch keine Untersuchung, keine wirkliche. Es ist erstmal nur eine Notierung. Weiterhin viele blaue Flaggen im hinteren Bereich. 2 Runden sind noch zu absolvieren. In Suzuka 2024. Wie ich finde, ein unterhaltsames Rennen, Kevin, oder? Also grundsätzlich so, ich meine, das ist halt moderne Formel 1. Es gab jetzt nicht irgendwie so die großen Knaller, aber ich finde, so strategisch war das ganz interessant. Da werden wir morgen einiges zu besprechen haben.
Ja, also der absolute Brüller war es jetzt nicht, aber wahrscheinlich war es trotzdem eigentlich das beste Rennen der Saison, wie ich finde. Weil Australien, gut, das Ergebnis war zwar schön, aber jetzt wirklich spannend war Australien eigentlich auch nicht. Ja, mein Highlight ist immer noch deine Mike-Krack-Imitation. Das werde ich mir dann auf jeden Fall nochmal nach dem Rennen angucken. Ja. Also, du hast schon eine Kapitelmarke, die du setzen. Ja. 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 Der Lance. Ja, der Lance kommt auch nicht mehr ran. Das ist doch vorbei. Nee, der Soft ist durch jetzt. Also da kommt Hülkenberg von hinten jetzt schon mit dem harten Reifen. Yuki Tsunoda. Ach, stimmt. Max Verstappen hat heute die 3000. Führungsrunde gefahren. Respekt. Er ist einfach ein generational Talent. Letzte Runde für Max Verstappen. Für die Formel 1 in Suzuka 2024 immer noch keine Investigation gegen George Russell. Übrigens, bislang weiter nur noted von den Rennkommissaren. Und fest steht, Carlos Sainz wird sich das Podium sichern können. Ein wichtiges Podium für ihn auch im Zweikampf gegen Charles Leclerc. Leclerc, der sich von Platz 8 vorgearbeitet hat auf Platz 4. Mit einem sauberen Reifenmanagement und Piastri hat sich verbremst in der Schikane, eingangs der Schikane. Und das ist jetzt nochmal die Chance für George Russell, der sich jetzt ransaugen kann. Hey, das und vorbeigeht. Der wird vorbeigehen über außen, vor Kurve 1. Piastri hat aber auch DRS noch von Alonso. Ah, Russell geht vorbei. Na, Russell geht vorbei. Russell geht vorbei. In der letzten Runde Russell vor auf Platz 7. Und meiner Meinung nach müsste er zumindest noch eine Investigation bekommen. Ja, das ist jetzt blöd für die Stewards. Wenn er ihn nicht überholt hätte, hätten sie wahrscheinlich einfach gesagt, ja, schwamm drüber, mach mal nichts. Aber jetzt sind sie wirklich in einer schwierigen Situation. Ja. Investigieren. Naja, Max Verstappen fährt seinem nächsten Grand Prix-Sieg entgegen. Wir sind bei Nummer, welche Nummer sind wir denn jetzt bei ihm? Ja, irgendwas mit 57, irgend sowas, oder 56. 57. Sieg Nummer 57 ist durch für Max Verstappen beim Honda-Heimspiel in Suzuka. Und 12 Sekunden dahinter kommt Sergio Perez ins Ziel. Und Max Verstappen hat sich übrigens noch die schnellste Runde gesichert mit 17 Runden alten harten Reifen. Also der Mann nimmt alles mit, was er mitnehmen kann. Auf Platz 3 Carlos Sainz im Ferrari und Yuki Tsunoda freut sich über Punkt. Und ein tolles Rennen in Japan bei seinem Heimspiel hat Tsunoda alles richtig gemacht, hat Daniel Ricciardo klar geschlagen an diesem Wochenende. Und die japanischen Fans freut es natürlich extrem. Leclerc auf 4, Norris auf 5, Alonso auf 6, Russell 7., Piastri 8., 9. Hamilton und 10. Tsunoda. Und weiterhin keine Investigation gegen George Russell wegen des Abdrängens von Oscar Piastri in der Schikane. Es war aber knapp mit der schnellsten Runde. Die von Sainz war nur eine Zehntel langsamer. Aber für Mercedes hat es sich auch gelohnt, nochmal an die Box zu fahren. Sonst, glaube ich, hätte man keine Chance gegen Piastri gehabt. Ja, in der Fahrer-WM ist jetzt Perez an Leclerc vorbeigegangen durch den zweiten Platz. Norris jetzt auch an Piastri. Also wir haben jetzt zwei Red Bulls, dann Leclerc, Sainz, dann Norris, Piastri, Alonso, Russell, Hamilton. Die neue Rangliste jetzt in der Fahrer-WM. Ja, der Team-WM bleibt alles so. Ah, guck mal, wir haben eine neue Einblendung hier. Mit einem extra Stop hätte Leclerc 3 Plätze verloren in der Simulation. Ja, das können wir uns morgen ja nochmal genauer anschauen, aber da würde ich jetzt eigentlich, ja gut, die Simulation sagt, der wäre hinter Russell, also ich glaube, Russell hätte schon geschlagen. Fahrer des Tages übrigens, Charles Leclerc, von den Fans gevotet, 23%. Und das finde ich auch gerechtfertigt. Also ich finde, das Rennen von Leclerc war sauber. Ah, da haben wir den Flug der Bullen. Gemeinsam reiten sie in den Stall zurück.
Und dann gibt es nachher ein Döschen aufs Haus. Und dann geht es weiter in 2 Wochen in China. Und natürlich auch morgen im Strategievideo schon mal so einen kleinen Blick drauf werfen. Was erwartet uns in China? Waren ja lange nicht mehr da. Das stimmt. Das erste Mal auch, dass die Ground Effect Autos in China fahren werden. Also ich finde ja eigentlich China, ich finde die Strecke eigentlich ganz cool sogar. Das Problem ist halt einfach, dass das in so einem Sumpfgebiet liegt und das einfach total hässlich aussieht alles. Ja. Ich glaube, das verzerrt immer so ein bisschen das Bild da. Ansonsten ist die Strecke halt immer gutes Racing auch geliefert. Marc Loretan, von wo hat denn Hülkenberg zuletzt die Geschwindigkeit? Ja, die Pace im Haas ist einfach extrem gut dieses Jahr, ne? Ja, also die Pace, also wenn ich das hier so grob überfliege, die Rennpace war auf einem Niveau mit Tsunoda. Es war halt einfach dieser schwache Start. Also ich glaube, da hat er wahrscheinlich Punkte verspielt dadurch. Die Rennpace war top und dann der späte zweite Stopp mit den frischen Reifen hinten raus. Kann man dann nochmal ran und an den anderen Mittelfeldautos vorbei. Yuki Tsunoda steigt aus seinem Racing Bulls aus. Peter Bayer hatten wir ja zuletzt noch hier bei uns im Kanalmitgliederstammtisch. Also wenn ihr Kanalmitglied seid, dann schaut euch den auf jeden Fall noch an, wenn ihr das nicht schon getan habt. Und wenn ihr Kanalmitglied werden wollt, dann macht das doch gerne. Drückt auf Mitglied werden, dann könnt ihr euch auch den Kanalmitgliederstammtisch von vor wenigen Tagen ansehen mit Rudolf Ratzenberger, dem Papa von Roland Ratzenberger, der beim tragischen Imola-Wochenende 94 am Samstag bei einem Unfall verstorben ist. Es war ein ganz emotionales Gespräch, was wir mit ihm geführt haben, aber wunderschön, wie er über seinen Sohn gesprochen hat. Und als Kanalmitglied habt ihr auch immer die Möglichkeit, in den Livestreams im Live-Chat eure Fragen zu stellen und zu diskutieren. Dann werden wir diese Fragen auch immer wieder einbinden. Ihr habt immer einen kleinen Bereich am Ende des Streams, wo wir dann eure Fragen beantworten. Und das würde uns freuen, wenn ihr damit dazukommt. Also drückt auf Mitglied werden und seid für 3,99 im Monat gerne mit am Start. Und der nächste Kanalmitgliederstammtisch in wenigen Wochen wird mit keinem geringeren als Günther Steiner sein, dem ehemaligen Haas-Teamchef. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf, denn da gibt es ein Interview auf unserem YouTube-Kanal hier, das Christian Nimmer vollgeführt hat, unser Chefredakteur. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das möchte ich euch dringend empfehlen, dass ihr euch das auch nochmal anseht. Und dann sehen wir uns nachher um 14 Uhr wieder, wenn wir den großen Preis von Australien... Hä? Australien? Japan? Gott verdammt. Mein Gott. War gut, hat Spaß gemacht heute. Ich hoffe, ja. Ihr seid nicht böse. Ich war halt sehr leise. Ja, also ich fand, war ein lustiges Rennen eigentlich. Strategisch war diesmal auch einiges drin, anders als in den ersten Rennen. Da mussten wir uns eher mehr auf die Daten konzentrieren dann im Video. Morgen können wir dann schon so ein bisschen über ein paar verkorkste Strategien sprechen. Da freue ich mich drauf. Schreibt eure Fragen in die Kommentare dann jetzt gleich. Und ja, dann sehen wir uns dann ja, morgen wieder im Video. Genau, und hier die Fragen von Dr. Mamba zum Beispiel, warum Lewis Hamilton es nicht nochmal versucht hat mit dem letzten Punkt. Das werden wir versuchen rauszubekommen, wenn unsere Kollegen vor Ort die Fragen stellen an Lewis Hamilton, an Toto Wolff und Co. Und dann sehen wir uns um 14 Uhr wieder, wenn Christian Nimmervoll und ich hier auf den großen Preis von Japan zurückblicken. Wir sehen uns später. Bis dann. Ciao.